unbehelligt an ihnen vorbei. Ein paar Mal erwischten sie meinen Freund, traten gegen sein Fahrrad, boxten ihn ins Gesicht. Ich hatte eigentlich immer Glück, mich rührten sie nicht an. Ja, du bist eben dein Bonzenkind. Ach so? Was weiß ich denn, Mimi? Wie alles irgendwann aufhört, endete auch unsere Freundschaft in jenen Tagen. Es gehörte sich für Oliver nicht mehr, mit mir in einer Fußballmannschaft zu sein. Wahrscheinlich hatte ihn ein Mitschüler dafür gehänselt. Mit Mädchen spielt man nicht. Ich versuchte ihn zu vergessen, verabredete mich mit Mitschülern und ging alleine angeln. Am ersten Ferienwochenende traf ich auf meinem Rückweg durch die Schwindelschweiz auf die Steinmänner, die augenblicklich begannen, mich mit leeren Flaschen zu befeuern. Oliver saß auf einer Bank, schaute zu und hielt sich den Bauch voll Lachen. Ein heißer, allumfassender Schmerz, so als löse sich die Haut vom Körper, lähmte mich bei diesem Anblick. Besinnungslos trat ich in die Pedale, fuhr irgendwohin, weit weg nur fort. Im Stadtpark ließ ich mich ins Gebüsch fallen und blieb noch liegen, als die Ameisen bereits begonnen hatten, ihren Pfad über meine Beine zu verlegen, als Schnecken ohne Scheu an meinen Fingern schmatzten. Von nun an war ich die, die Angst haben musste. Mein Freund hatte mich an die Gorillas verraten. Das brach mir einen Sommer lang das Herz, doch ich ergab mich. Was hätte ich auch tun sollen? Wir begegneten einander nur noch zufällig auf dem Schulhof. Misstrauisch. Also das ist so eine Szene, die natürlich ihre Freundschaft abrupt beendet. Die Wege der beiden, ja, obwohl es eine sehr kleine Stadt ist, kreuzen sich eine ganze Weile nicht mehr. Er taucht quasi komplett aus ihrer Welt ab. Ich mache einen Sprung. Wir befinden uns im Jahr 1989. Und Mimi und ihre Freunde, niemand ahnt ja zu diesem Zeitpunkt, was in diesem Jahr noch alles passieren würde, feiern ihre Jugendweihe, die sich als die letzte DDR-Jugendweihe am Ende entpuppen würde. Unsere Jugendweihe glich einer Beerdigung. Fast alle gingen in Schwarz. Das lag am Mangelangebot der Jugendmode. Ich als privilegierte Tochter eines, wenn auch krankgeschriebenen, HO-Verkaufsstellenleiters hatte schon am Tag der Lieferung und außerhalb der regulären Öffnungszeiten einen Blick auf die Jahreskollektion werfen dürfen. Mutter verpasste mir ein rotes Jackett, denn rot war ihre Lieblingsfarbe. Dass ich es nur verschämt tragen würde, war ihr nicht klar zu machen. Wahrscheinlich war dieses Jackett das einzige seiner Art im gesamten Bezirk Potsdam. Ich ließ es über mich ergehen. Selbst die altmodischen Lackschuhe, die Umi mir andrehte, und die schrecklichen Feinstrumpfhosen, die sie mir stolz überreichte, die sind aus dem Westen. Das alles hatte genauso wenig mit mir zu tun wie mein Körper, meine Jugendweihe wie mein Leben an und für sich. Den anderen muss es ähnlich ergangen sein. Wir suchten kollektiv das Weite, kaum dass die Zeremonie beendet war. Verkleidet als unsere Eltern zogen wir von Haus zu Haus und plünderten die Alkoholvorräte. Sie wiederum saßen an die Verwandtschaft gekettet im Kulturhaus und warteten auf die Eröffnung des Buffets, das man direkt unter dem riesigen Transparent zum Republikgeburtstag aufgebaut hatte. 40 Jahre Deutsche Demokratische Republik. Es war noch früh am Nachmittag und wir liefen, manche im ersten Vollrausch ihres Lebens, durch das Havelstädtchen, so wie es Generationen vor uns getan hatten. Ein paar Jungs kotzten sich gegenseitig auf die Anzüge, während wir Mädchen in halb zerfetzten Feinstrumpfhosen über den Asphalt schlurften. Einige hatten ihre ungeliebten Hackenschuhe bereits unterwegs verloren. Umis Lackschuhe fest im Griff, lief ich hinterher und stellte verwundert fest, dass sich die Welt um mich drehte. Fackeln. Enthusiastisch verfolgte Umi die Entwicklung der Weltpolitik in den Fernsehnachrichten. Sie verehrte Michail Gorbatschow, den sie zärtlich Gorbi nannte. Umi war überzeugt, der Weltfrieden stünde vor der Tür. Mir war das Piep egal. Manchmal gelang es ihr, mich zu einem Tänzchen in ihrem winzigen Wohnzimmer zu überreden. Die Dielen knarrten im Takt der Thüringer Waldhymnen von Herbert Roth, wenn sie mich mit volkstümlichem Schwung von einer Ecke in die andere schob. Umi führte und pfiff mir dazu ins Ohr. Es war kein echtes Pfeifen, mehr so Pfff-Geräusche. Anschließend legte ich mich auf mein Bett im Zimmer nebenan und zweifelte am Sinn des Lebens. Manchmal träumte ich von Oliver. Unsere Wege schienen sich endgültig getrennt zu haben in verschiedene Paralleluniversen der Gemeinschaft. Ich fühlte mich von den Randexistenzen angezogen, konnte die Traurigkeit der alten Schiffer verstehen, die sie allnächtlich vor sich hertrugen aus ihren Spelunken, die Havel entlang heimwärts wankend.
wie zur Erinnerung an etwas, das es nicht mehr gab. So wie das Vagabundenleben der unheimlichen Alten, die lief ganz aufrecht, steif fast und trug dabei immer schwarz, einen Spazierstock am Arm und eine eigenartige Ballonmütze auf dem Kopf. Es hieß, sie sei einst alle großen Binnenflüsse abgefahren mit dem Mann, dem längst Verstorbenen damals. Oft hatten wir sie heimlich am Fluss beobachtet, wenn sie da saß, paffend mit ihrer Pfeife und dafür ausgelacht. Jetzt grüßte ich sie jedes Mal wie zur Wiedergutmachung. Wenn sie mir nachts in der Einsamkeit der kleinen Stadt entgegenlief, klick, klack, klick, der Stock, dann begriff ich, warum die Nachbarskinder nur Hexe sagten, die alte Hexe. Es war dasselbe Befremden, das ich angesichts der Ziegeleiarbeiter empfand, draußen am Stich die Männer ohne Zähne, in Kleidern, die es nirgends mehr zu kaufen gab. Zigarrenstummel, dürre Kerle, alle krumm vom Ziegelmachen. Stein für Stein war durch ihre Hände gegangen, 100 Jahre lang. Kinder fürchten sich vor Geistern, aber ich war ja kein Kind mehr. Erst Jahre später sollte ich begreifen, dass wir alle einer sterbenden Welt angehört hatten. Auch in meiner eigenen Erscheinung musste etwas Geisterhaftes gelegen haben, wenn ich Marx zitierte, wie man eine Bauernregel vorträgt. Proletarier aller Länder, vereinigt euch! Proletarier aller Länder. Den Faschismus, den hatte das Sowjetvolk ein für allemal besiegt. Und mit ihm alle Nazis. Bis auf ein paar, die bald sterben würden, drüben, im Westen. Ich glaubte daran, immer noch. Ich war sowas wie der letzte Pionier, Timur ohne Trupp. Dabei war ich gar kein Pionier mehr. Und jetzt als letzter kleiner Ausschnitt, ich springe nochmal in der Zeit. Wir sind ja jetzt quasi 89 im März gewesen. Inzwischen ist die Mauer gefallen in Mimis Umfeld, zu allergrößter Verblüffung aller sie umgebenden Menschen. Es schwankt so zwischen Euphorie und Angst. Die Mutter verfällt augenblicklich in eine Art Depression, kann man sagen. Und wir befinden uns jetzt im Sommer 90. Die DDR existiert noch, aber Westmark wird eingeführt. Und damit erübrigen sich dann auch recht schnell alle Debatten über die Welt, wie sie sein soll, denn plötzlich ist die Frage, welches Auto man fährt, das Entscheidende. Lichter. Westgeld. Die Schaufenster waren zu klein geworden, dabei waren sie eben noch ganz leer gewesen. Berauscht standen die Menschen vor den Läden. Es schien, als hätten sich alle Verheißungen der Werbung direkt in die Regale ergossen. Die aktuellen Modelle der Ost-Stereo-Rekorder waren, ebenso wie ihre Besitzer, dem Gelächter der Leute vor den Rundfunkgeschäften hilflos ausgeliefert. Schon nach wenigen Wochen wurden die Restbestände ohne Unterschied verramscht. Uli war untröstlich. Noch zu Jahresbeginn hatte sie für den Rekorder ihre gesamte Jugendweihekasse geopfert. Das durfte man jetzt keinem mehr erzählen, sonst war man blöd. Dabei passierte es doch allen. Wir drängelten uns im Neonlicht der neu eröffneten Klamottenläden, um die Jeanshosen später auf dem Schulhof aneinander wiederzuerkennen. Wie peinlich. Zottel, der gerade eine Maurerlehre absolvierte, lachte herzhaft angesichts meiner Probleme mit der neuen Kleiderordnung. Also ich war schon immer heavy, ich musste meine Uniform nicht wechseln. Tatsächlich trug er die abgewetzte Lederjacke sommers wie winters. Je greller die neu angebrachten Lichter und Leuchtreklamen unsere kleine Stadt beschienen, je lauter es in den Kneipen, auf Straßen und Plätzen wurde, desto schweigsamer wurde unser Vater. Die Mutsch hatte sich gefasst und rannte wieder täglich zur Arbeit. Sie muss schließlich das Geld verdienen, klärte uns Omi auf. Was sie verschwieg, war der Grund für diese Extraschichten. Immerhin waren Sommerferien auch für Lehrer. Es hatte Ärger gegeben. Ein angolanischer Vertragsarbeiter war mitten im Neubaugebiet, unweit unserer Schule, von einem Jugendlichen niedergestochen worden. Er hatte nur knapp überlebt. Die Suche nach den Tätern blieb ergebnislos. Scheiß Ausländer! Der Vater saß mürrisch in seinem neuen Fernsehsessel und weigerte sich, das Haus zu verlassen. Ein ganzes Jahr schleppte er sich schon von Arztzimmer zu Arztzimmer. Das Unvermeidliche ließ sich nicht mehr leugnen, die Invalidisierung stand bevor. Die Zukunft würde weißgetünchte Wände, Desinfektionsmittel und die tägliche Blutwäsche für ihn parat halten. Die drohende Abhängigkeit von einer stationären Behandlung ließ alle Hoffnung aus seinem Gesicht schwinden. An den wenigen guten Tagen träumte er laut von Genussreisen in französische Weinanbaugebiete oder davon, ein Restaurant zu eröffnen. An schlechten Tagen saß er volltrunken vorm Fernsehapparat und verachtete die Welt. Scheiß Ausländer.
Was mit unserem Land der DDR geschah, war aus der Froschperspektive schwer zu überblicken. Niemand sprach mehr von ihr. Waren wir noch da? Es hatte freie Wahlen gegeben. Mein neuer Reisepass wies mich als Bürgerin der Deutschen Demokratischen Republik aus. Aber alle redeten nur von Deutschland und meinten die BRD. Karl-Marx-Stadt hieß jetzt Chemnitz. Die Südafrikaner hatten gerade die Apartheid abgeschafft, aber wie Zottel bei jedem unserer Treffen zu bemerken pflegte, bei uns gibt es jetzt endlich wieder Nazis, Prost. Ja, das ist Zottels Humor. Vielen Dank, Manja. Ich applaudiere mal für alle, die uns zuhören. Das ist, wie ich mir das schon gedacht habe, harte Schnapskirschenkost. Mhm. Und ich würde zunächst Bodo an dieser Stelle fragen, ob die DDR denn noch, vielleicht nicht mehr als DDR, aber noch in irgendeiner Form da war, als du aus Hessen nach Thüringen gegangen bist, um dort gewerkschaftliche Arbeit zu leisten, und wie du diese Zeit erlebt hast, wie du die Zeit empfunden hast, wo die Leute sich vielleicht zunächst die Frage gestellt haben, welches Auto sie fahren sollen, aber dann, glaube ich, im nächsten Atemzug auch, wie sie das Auto finanzieren sollen, weil sie plötzlich keine Jobs mehr hatten. Also das war jetzt nicht harte Kost, sondern das war für mich ein Rückblick in eine Zeit, die ich genauso wahrgenommen habe, allerdings aus der Westbrille. Also mittendrin, das, was gerade geschildert worden ist, habe ich alles authentisch erlebt. Bei den Demonstrationen in Saalfeld, wo wir dann anfingen, das erste Mal Widerstand gegen Nazis leisten zu wollen und Bündnisse schmieden wollten und viele mit uns gar keine Bündnisse schmieden wollten, wo wir eine eigene Sondergewerkschaftsversammlung, also ein DGB-Landesversammlung abgehalten haben, ob wir ein Solidaritätsbündnis gegen Nazis bilden oder ob man eher sagt, nein, wir müssen überall kämpfen gegen Nazis, aber sie sind doch nicht so schlimm und all diese Dinge. Also daran habe ich mich gerade erinnert, weil die umgekehrten Sachen habe ich halt erlebt, weil bei den Eltern, die ich zu beraten hatte. Das war der Konsum, der noch da war. Und da rede ich jetzt nicht über Märkchen und nicht über Mangelversorgung, sondern über Läden, die eigentlich gebraucht worden wären, um Waren relativ schnell auch auf den Markt zu bekommen, die aber dann am Ende in die Insolvenz getrieben wurden. Oder die HO, die auf einmal schlagartig abgewickelt wurde, weil die Berater der Treuhand mitgeteilt haben, dass man aufgeteilte Claims besser verwalten kann und die Menschen, die da gearbeitet haben, am Ende eher als lästiges Beiwerk betrachtet wurden. Brauchst du einen Laden, musst du gucken, weil es gab keine. Du musst gucken, ob du einen nimmst und das Personal halt an der Backe hast. Und dazwischen dann das Heilsversprechen aus dem Westen, Golf, GTI, Marlboro und Video und das Ganze irgendwie angereichert mit Erinnerungen an Begrüßungsgeld und Ähnliches. Aber eben musste ich bei dem Text so lachen, weil das Gegenstück zu dem Müller, zu dem Nazi-Müller, da dem Boxer-Müller, der hieß in Marburg Kongo-Müller. Und der saß immer im Sommer in der Eisdiele mit einer dicken, fetten Honda Goldwing, damit er immer zeigte, dass er der Kommandeur ist. Und der ist im Winter immer auf See gefahren. Da wussten wir, das ist irgendwie so eine Erscheinungsform, und der hieß Kongo-Müller, weil er auch so war und weil er das auch zeigen wollte. Und alle Kinder sind um ihn rum und haben ihn bewundert. Das war für uns der Nazi-Exot. Den hat man halt gesehen, man wollte mit ihm nichts zu tun haben, aber man hielt es auch nicht für sonderlich gefährlich. Erst als klar wurde, also FAP, Thorsten Heise, Friedhelm Busse treiben sich in Marburg rum. Das, was uns bekannt war, Wehrsportgruppe Hoffmann, das Münchner Oktoberfestattentat, und der damalige Rechtsterrorist Michael Kühn, der damals schon die Partei Deutsche Alternative, DA, gegründet hatte und in fröhlichem Klang schon 90 auf einmal mitten in Erfurt oder mitten in Mühlhausen, mitten in unseren Orten rumtingelte und fröhlich das Vierte Reich verkündete. Und auf einmal war Kongo Müller sehr real, weil er fand seinen Ostpartner. Er fand das Pendant. Er fand auch diejenigen, das finde ich interessant eben mit dem Vater, der immer sagt, scheiß Ausländer.
Ich habe in meiner Partei, in der ich damals noch nicht war, ich bin ja erst 99 der PDS beigetreten, aber ich habe immer ein interessantes Phänomen erlebt, wenn ich gesagt habe, es gab in der DDR strukturellen Rassismus, weil ich mir das intellektuell angearbeitet hatte. Ich weiß es ja nicht. Ich habe damit ja nur eine ganz periphere Nähe gehabt, wenn ich meine Verwandtschaft in der Altmark besucht habe und die immer mir erklärt haben, sie waren bei den Fidschis einkaufen. Und die Fidschis kaufen alle Fahrradteile weg. Also einerseits gab es bei denen Jeans und andererseits kaufen sie alle Fahrradteile weg. Irgendwie was Schreckliches. Bis eben mir klar war, die reden von Vietnamesen. Und für mich war völlig unklar, warum die Fidschis hießen. Und ähnliche Geschichten. Also solche Erscheinungsformen. Und wenn ich sowas thematisiert habe, auch dann in den Jahren nach 99 in der Partei und gesagt habe, also darüber müssen wir reden, weil wir erleben ja eine Anschlussfähigkeit. Die westdeutschen Nazis haben eine Anschlussfähigkeit. Dann ist mir sehr heftig in meiner Partei gesagt worden, nein, wir waren internationalistisch, wir waren keine Rassisten. Bei uns gibt es keine Rassisten, Rassisten sind woanders und die Faschisten sind sowieso drüben. So, bis mir dann klar war, dass das, was in der DDR Hooligans hießen, sich am Ende rausstellte als ganz banale Nazis auf ihre sehr eigenwillige Art, die sie da gemacht haben. Aber sie waren geduldet, akzeptiert und sie waren auch im allgemeinen Bild. Derjenige mit Schwerter zu Flugscharen an seinem Parker, der hat mehr Ärger gekriegt. Der die akkuraten Haare hatte, nicht. Wenn der geschrien hat, scheiß Ausländer, war es halt blöde. Wir sind doch alles Internationalisten, aber es passierte nichts weiter. Und jetzt kommt die Überlagerung, die ich halt sehr als Kronzeuge halt erlebt habe. Wehrsportgruppe Hoffmann, Karl-Heinz Hoffmann, kommt direkt nach der Wende und kehrt in seine Heimatstadt nach Kala zurück. Wenn man heute wissen will, warum Kala ein bis heute fortgesetztes, massives Nazi-Problem hat, liegt die Ursache, dass sich die richtigen Leute nach der Wende sehr früh getroffen haben und eine Durchdringung stattgefunden hat. Wenn die auch noch eine Vernetzung nach Österreich hatten zu den Bombenbauern und diese Bombenbauer bis zum Schluss auch noch immer so ein bisschen als schmuddelige, organisierte Kriminalität, aber nicht als Nazis bezeichnet worden sind, dann merkt man, wie das Prinzip der Verharmlosung läuft. Die FAP, der Friedhelm Busse war direkt in der Wende, ist er nach Thüringen gekommen. Und wenn man heute wissen will, wer das, der Oberguru ist, der findet sich schon in der FAP, das ist Thorsten Heise, der in Fretterode das Rittergut gekauft hat und aus diesem Gut sozusagen entwickelt hat, das, was heute in Fretterode zum Stillsein führt. Wenn Journalisten da hinkommen, werden sie bei niemandem irgendwie offene Türen finden. Und Michael Kühn kam direkt mit der Wende rüber und war sozusagen der Oberguru in der Szene. Also drei Personen aus westdeutscher Hardcore-Situation, Heise, Kühnen, Hoffmann. Und dann habe ich noch sehr persönlich Manfred Röder, den Rechtsterroristen, erdulden müssen. Der kam aus dem Knast, das war, als die Wehrmachtsausstellung in Erfurt gezeigt wurde, die Verbrechen der Wehrmacht. Und ihr erinnert euch, was das alles für ein Aufschrei in Deutschland war, insbesondere in Westdeutschland. Aber auch in Ostdeutschland kamen so die Hinweise, ja, die Wehrmacht wird, also die Angehörigen, nicht die Wehrmacht, sondern die Angehörigen, die netten Väter. Dieselbe Diskussion hatten wir schon Anfang der 90er, als wir mit jungen Gewerkschaftern zusammen das Denkmal für den unbekannten Wehrmachtsdeserteur in Erfurt auf dem Petersberg, am Originalplatz, wo die Deserteure erschossen worden sind, aufgebaut haben. Da hat Bernhard Vogel damals gesagt, das Denkmal ist nicht gut, weil es setzt das Ansehen der braven Väter in ein schlechtes Licht. Das war eine heftige Auseinandersetzung. Am Ende war die Mehrheit in der Öffentlichkeit damals für das Denkmal. Das Denkmal steht heute, es ist auch akzeptiert. Wir haben es damals als Partei später im Bundestag geschafft, dass wir die Deserteursurteile dann endlich aufgehoben bekommen haben. Aber tatsächlich hat sich dieser Manfred Röder, war derjenige, der dann die Wehrmachtsausstellung in Erfurt überfallen hat. Ich habe ihn festgehalten. Das führte später dann zu einem Prozess, weil er mich auch angezeigt hat. Ich habe ihn natürlich angezeigt, auch wegen der Schändung der Wehrmachtsausstellung.
Und ich weiß noch, dass als das Gerichtsverfahren da war, die Frechheit, wie der gegenüber der Richterin aufgetreten ist und geschrien hat, gebrüllt hat, immer wieder mich gefragt hat, ich solle sagen, welche Rolle mein Vater im Krieg hatte und so weiter. Und ich fühlte mich in dieser Gerichtsverhandlung bedroht, schutzlos und bedroht als Zeuge. Und ich werde nie vergessen, dass ich mich so massiv bedroht gefühlt habe, dass ich dann auch vergessen habe, ich habe es richtig vergessen, bis die beiden Uwes tot in dem Camper in Eisenach lagen. Und ich sehe in der Zeitung mit den großen Buchstaben ein Bild von den beiden Uwes und denke, die Augen kennst du. Und lasse beim MDR nachrecherchieren und ja, es gibt einen Film, wo ich aus dem Gerichtssaal rauskomme und beide Uwes sind es, die mich verfolgen. Und ich weiß, dann konnte ich mir auf einmal erklären, in unserem Privat, also in dem Haus, wo wir gewohnt haben, auch mein Kollege Angelo Lucifero, der ja sehr aktiv in der antifaschistischen Arbeit war, wir hatten dort unangenehmen Besuch. Im Gewerkschaftshaus hat unser Gewerkschaftskeller, also der Keller, der zu unserer Gewerkschaft gehörte, gebrannt. Die Polizei hat mitgeteilt, das müssen Kinder gewesen sein, da muss eine Kerze umgefallen sein. Dann wurde in unser Büro eingebrochen und es wurden keine Wertgegenstände gestohlen, aber den einen Täter hat man erwischt und da stellte sich raus, der hatte meinen Notizkalender geklaut mit all meinen Adressen. Also heute hat man sowas ja alles im Handy, früher hat man sowas alles noch mit mühselig aufgeschrieben. Wir konnten uns gar nicht erklären, warum der nicht die Portokasse geklaut hat, warum der meine Privatsachen mitgenommen hat, bis wir dann im Protokoll über sieben Ecken über Kollegen der Polizeigewerkschaft rausgekriegt haben, dass er schon wegen eindeutiger Delikte vorbestraft oder vorerkannt war. Aber das Ergebnis war, es wurde eingestellt, weil es sei ein normaler Einbruch in ein Büro gewesen. So, da schließt sich der Kreis. Ja. Und da merke ich, dass diese Allianz Nazis Ost-West lange übersehen worden ist. Und was mich heute ärgert, ist, dass immer nur das Nazi-Problem allein auf Ostdeutschland reduziert wird. Ja, ja. In Ostdeutschland allerdings auch so getan wird, als hätte man nie ein Rassismusproblem gehabt. Also es hat beide Facetten und es stimmen beide Blickwinkel drauf, denn spätestens, wenn du schwarz bist, spätestens, wenn du eine andere Haarfarbe, eine andere Hautfarbe hast, dann merkst du, wie das Klima ist und es ist nicht gut. Also, ja, vielen Dank, Bodo. Weil du erstens von diesem Gefühl des Bedrohtseins, auch der Schutzlosigkeit gesprochen hast, das ist ja auch etwas, was Manja in ihrem Buch sehr deutlich darstellt, wie quasi der öffentliche Raum erobert wird und auch Gewalt als Instrument eingesetzt wird, um die politischen, ja, gar nicht mal Gegnerinnen und Gegner einzuschüchtern, sondern einfach die Leute, die vor Ort leben, die aber nicht in diese Gruppe hineingehören, die sich dieser Kultur nicht zugehörig fühlen. Das ist tatsächlich eine Erfahrung, die sehr viele teilen aus der damaligen Zeit. Ich frage mich aber, um jetzt mal Amira auch ins Gespräch jetzt zu holen, ob die Erfahrungen, die Manja gerade geschildert hat, als sie gelesen hat, oder die Bodo gerade geschildert hat, die quasi die 90er Jahre auch mit in Thüringen und in anderen Regionen geprägt haben, ob das in irgendeiner Weise einen Einfluss auch auf dein Leben in Hamburg gehabt hat. Also ob irgendetwas von dem, was im Osten passiert, so in dieser Unmittelbarkeit auch im westdeutschen Diskurs irgendwie angekommen ist, im westdeutschen Alltag irgendeine Rolle gespielt hat. Und wenn ja, würde mich natürlich interessieren, ja, wie? Und wenn nein, habe ich gleich die Folgefrage an dich. Also die Frage ist für mich tatsächlich ein bisschen schwieriger zu beantworten. Ich bin damals ja, sag mal, 89, 90, da war ich ja 9 bzw. 10 Jahre alt. Und ich kann also dazu wirklich nur jetzt sehr subjektiv was zu sagen, wie ich das damals empfunden habe in dieser Zeit, was jetzt nicht unbedingt repräsentativ dafür ist, wie es wirklich war, weil als Kind sieht man das ja immer nur in einem kleinen Ausschnitt. Aber was ich sagen kann, ist, also vielleicht ein einleitendes Wort insgesamt, zur Wendezeit. Also es ist damals aus meiner Westperspektive war das halt einfach eine ganz hervorragende Sache und alle sind jetzt total glücklich, dass die Mauer weg ist und jetzt ist da einfach große Freude und alle Menschen in Ostdeutschland freuen sich irgendwie nur darüber, dass sie jetzt irgendwie zum Gesamtdeutschland gehören. Also diese ganzen Schwierigkeiten, die sind für mich damals, waren die gar nicht in der Wahrnehmung, sondern es war einfach nur irgendwie eine große Freude. Und auch damals schon, das muss ich sagen, eine gewisse
Grundüberheblichkeit der Westdeutschen gegenüber den Ostdeutschen. Da wurde so ein bisschen belächelt mit dem Begrüßungsgeld und so beschmunzelt und dass die Leute sich nicht so gut auskannten. Und auch natürlich, ich sag mal, die große, ja wohl nachvollziehbare Konsumfreude der Menschen aus Ostdeutschland, das wurde so ein bisschen belächelt. Und ich sage mal, diesen Zusammenhang, oder diese Behauptung sozusagen, dass Nazis vor allem in Ostdeutschland ein Problem sind, das habe ich erst sehr viel später eigentlich so wahrgenommen. Also das kann ich vielleicht auch einfach ganz persönlich sagen. Für mich, auch als Mensch mit einem Migrationshintergrund, war struktureller Rassismus in der Gesellschaft etwas völlig Normales. Das gab es bei uns in Hamburg natürlich auch. Also das im Sinne von, dass es für mich völlige Normalität war, dass breite Teile der Gesellschaft, muss man sagen, Vorbehalte haben gegen ausländische Menschen oder Menschen halt mit einem Migrationshintergrund. Das war völlig normal. Damals richtete sich das vor allem so gegen die Türken, von denen man irgendwie viele Teile der Gesellschaft meinten, dass es davon zu viele gäbe und die sich nicht vernünftig benehmen. Also das war so eine Sache, die ganz Normalität war. Aber abgegrenzt von diesen alltäglichen Dingen, fanden dann schon diese Sachen, also dieses Bild von den Nazis, Hooligans, den Glatzen, das war schon ganz anders, sondern das waren Leute, die schon sehr, sehr stark ausgegrenzt waren, also aus der Mehrheitsgesellschaft erkennbar und vor denen man sich auch sehr in Acht nehmen musste. Also dass da halt eine große, dass da sozusagen eine Unterscheidung stattgefunden hat. Ich erinnere mich noch gut auch an Demonstrationen gegen rechts in der Zeit damals. Ich erinnere mich noch auch mit Grausam auch an die brennenden Asylbewerberheime, die gab es ja aber auch in im Osten halt auch verstärkt. Und das hat natürlich auch was gemacht. Also diese Gewaltausbrüche, das war schon eine Sache, die sehr eindrücklich war und die natürlich auch verstörend gewesen ist. Und umso verstörender habe ich das einfach damals empfunden, dass das politisch ja aufgegriffen worden ist. Also dass das sozusagen aufgegriffen worden ist und nicht nur von, ich sag mal, den extrem rechtsaußenparteien wie SDVU und die Republikaner mit diesen fürchterlichen Parolen damals, sondern dass auch halt die Union, die CDU das aufgegriffen hat, auch in Wahlkämpfen. Und das hat, ich sag mal, für mich persönlich da irgendwie so ein Gefühl, das ich immer schon hatte, bestätigt, dass eigentlich auch die Mehrheitsgesellschaft insgesamt ein Problem hat mit Menschen aus anderen Ländern und dass einfach da sehr große Vorbehalte sind, mit denen dann auch Wahlkämpfe zu gewinnen sind. Aber ich sag mal, das ist bestimmt nicht repräsentativ für das, was in der öffentlichen Debatte damals diskutiert wurde, aber so als Kind habe ich das damals nicht so empfunden, dass das von wegen, das kommt aus Ostdeutschland. Das kann ich tatsächlich gar nicht so sagen, dass das ein Eindruck war, den ich damals hatte, aber das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt, über den ich da berichten kann. Ja, danke, Amira. Manja, wenn du jetzt auch vor dem Hintergrund dessen, was du in deinem Buch schilderst, also vor deiner Jugend, das Buch ist ja autobiografisch zumindest geprägt, deine Erfahrung, die beiden westdeutschen Perspektiven jetzt zuerst. Wenn du hörst, dass es auch strukturellen Rassismus natürlich in Westdeutschland gegeben hat, dass auch dieses Entstehen der faschistischen Kultur im Osten stark auch von westdeutschen Nazi-Kader mit geprägt wurde, hat das in deinem Kampf damals ja auch um eine andere kulturelle Hegemonie und du schilderst ja auch, wie ihr eine Veranstaltung organisiert, ein Konzert organisiert oder es versucht zumindest und der Platz umlagert wird von den, damals hätten wir gesagt, Faschos sozusagen und die versuchen das Konzert abzubrechen und so, hat das in irgendeiner Rolle dir geholfen oder deine Perspektive auf das, was du da erlebst, verändert oder so, das Wissen, das ist ein gesamtdeutsches, irgendwo ein gesamtdeutsches Phänomen, aber du bist mittendrin quasi in dem Schmelztiegel dieser kulturellen und hegemonialen ja tatsächlich auch Auseinandersetzung in Ostdeutschland. Ja, bei uns in der Gegend war es ja vor allem Kühnen, Michael, der auch schon angesprochen worden ist, der da, also die erste Parteienwerbung, die ich gesehen habe vor den ersten freien Wahlen, war tatsächlich der FAP, also Nazis haben da geklebt. Die waren früher da, vor jeder bürgerlichen Partei. Das haben wir schon mitbekommen und der hohe Grad an Organisiertheit auch. Dass recht schnell, als das Asylbewerberheim, das örtliche 91, überfallen worden ist in dem Ort, aus dem ich komme, sind tatsächlich, haben die ihre Kinder, ihre kleinen Geschwister hingeschickt.
Also die waren schon so clever, dass die 12-Jährige hinschicken, die nicht strafmündig sind. Also uns war sehr schnell klar, mit welcher geballten organisierten Macht wir da auch zu tun haben. Und dass also eine Wiedervereinigung im Wortsinne tatsächlich stattfindet zwischen Ost- und Westnazis. Also das haben wir schon tatsächlich ziemlich schnell begriffen. Die Gegend Oranienburg, die war schon zu Ostzeiten berüchtigt einfach für den hohen Grad an ja, organisierten Nazis und so im Hooligan-Umfeld tatsächlich auch das schon. Ich erinnere mich, dass ich nach West-Berlin fuhr, nach Kreuzberg, und wir suchten natürlich Anschluss mit Antifaschisten. Und da, einerseits war es großartig, radikale Antifaschisten zu treffen, da man im Osten das Wort Antifaschismus gar nicht mehr aussprechen durfte. Also es war ja plötzlich ein Tabu. Es war plötzlich das Normalste von der Welt, Antifaschist zu sein, so erschien es mir, war plötzlich verpönt. Das Wort wurde gar nicht benutzt. Also es hatte sich komplett verkehrt. Und dann, also Antifaschisten in Kreuzberg zu treffen, die bereit sind, tatsächlich auch sich gegen diese Macht zu wehren und die Know-how haben und die Mut haben und selber organisiert sind, das war großartig. Und gleichzeitig aber auch zu merken, wie wenig die von uns verstehen, also wie wenig sie von unserer Lage wissen, wie viel Unwissenheit und Überheblichkeit da auch eine Rolle spielt, das war anfangs ein richtiges Problem, würde ich sagen. Also da brauchten wir eine ganze Weile, um einander ja, zu verstehen. Also gerade bei Altlinken im Kreuzberger Umfeld, da fand man dann mal Gehör. Die jüngeren Straßenkämpfer konnten sich immer gar nicht vorstellen, was wir da erleben. Die konnten sich gar nicht vorstellen, wie das ist, dort auszusteigen an einem Bahnhof und da warten die schon. Ja? Also diese Jagdstimmung, die damals herrschte und leider ja bis heute nie aufgehört hat. Also immer wieder in Nestern flackert Ost wie West. Ja, dieses einander kennenlernen zwischen Ost und West, das hat nicht nur in dieser Szene länger gedauert. Es gibt ja immer noch große gesellschaftliche Unterschiede, wenn es um Renten und um Löhne und so weiter geht. Da gibt es ja immer noch eine auch durchaus politische Überheblichkeit in einigen Teilen der Gesellschaft. Das muss man ja an dieser Stelle leider auch noch konstatieren. Aber vielleicht gucken wir mal ganz kurz nicht nur auf die faschistische Kultur, die damals Fuß gefasst hat, sondern stellen uns auch die Frage, und das wird ja in dem Buch auch sehr anschaulich dargestellt, dass die Leute plötzlich Arbeit suchen, dass sie gezwungen sind, teilweise in Übergangsbeschäftigungen, also ABM-Maßnahmen, erstmal Zuflucht zu suchen, um überhaupt weiter existieren zu können, ihre Existenz zu sichern. Und ich glaube, diese komplette Prekarisierung, das ist eine Frage, die ich gern auch erstmal an Amira stellen möchte und dann auch an Bodo weitergeben will. Aber diese Prekarisierung im Grunde genommen eines Arbeitsmarktes und die Überführung der ostdeutschen Arbeitnehmerinnen in die, ich sag mal, bundesrepublikanische industrielle Landschaft und wirtschaftliche Zusammenhänge, das hat doch, das ist jetzt eine Frage, sicherlich auch massive Auswirkungen dann später in Westdeutschland gehabt. Also ich meine, es gab einen Boom. Die westdeutsche Wirtschaft hat erstmal davon profitiert, dass man die ganzen Produkte im Osten absetzen kann, da wo die Nachfrage und der Mangel sozusagen herrschte. Aber für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für den Sozialstaat hat doch das, was in Ostdeutschland passiert ist, dann meiner Erfahrung, meiner Einschätzung und Analyse nach dann auch Auswirkungen gehabt. Amira, möchtest du vielleicht auf den Punkt nochmal eingehen? Ja, also vielleicht dazu zwei Gedanken. Also natürlich hat es große Auswirkungen gehabt. Und aus der, ich sag mal, aus der Weltperspektive, auch aus dieser Zeit, habe ich das damals sehr schnell empfunden, dass da gleich so eine Neiddebatte aufkam. Also die ja eigentlich ganz unberechtigt war. Einmal von wegen des Aufbaus der Infrastruktur in Ostdeutschland, dass da sofort Neiddebatten darüber kamen, von wegen, ach guck, da ist es bereits besser als bei uns im Westen. Das ist ja irgendwie echt absurd, aber das war ganz schnell da. Natürlich auch dann diese ganze Sache mit dem Solidaritätszuschlag und so weiter, dass das ja irgendwie ungerecht sei, also dass solche Stimmen ja dann auch sehr schnell laut wurden. Aber dass über das andere Thema, nämlich diese große Ungerechtigkeit, die da stattgefunden hat, also auch über das, ich meine, was die Treuhand da alles getan hat, wie wieder die Strukturen kaputt gemacht worden, den Rausverkauf, wie die Entwertung der eigenen Erwerbsbiografien, all diese Dinge, die da so massiv stattgefunden haben. Darüber wurde aber
erstaunlich wenig gesprochen. Also das sind Dinge, die erst viel, viel später überhaupt mal thematisiert werden, vielleicht auch jetzt vor allen Dingen auch durch die Linke, dass wir diese Dinge ansprechen. Aber das sind Sachen, die total totgeschwiegen worden sind. Und ich kann das, also das ist so ein bisschen aus dem persönlichen Leben, aber auch, dass Menschen, die aus Ostdeutschland gekommen sind, auch dann vielleicht nach Hamburg oder dann später zu mir nach Niedersachsen, dass die relativ selten auch gesagt haben, dass sie aus Ostdeutschland sind, sondern dass sowas eigentlich eher verschwiegen wurde, um ja, ich weiß nicht, vielleicht einfach um irgendwie nicht aufzufallen, sich da irgendwie anpassen zu können und nicht irgendwie als minderwertig zu gelten. Und das auch nicht unbegründet, sondern es ist ja tatsächlich so, dass teilweise ja bis heute da Vorbehalte herrschen, dass man irgendwie das also tatsächlich auch, dass es das in Westdeutschland immer noch gibt, dass da Vorbehalte herrschen gegen Ostdeutsche, dass die irgendwie nicht kompetent genug seien oder sonstige Dinge. Das sind ja immer noch Sachen, die real sind, die weniger werden, aber das ist auf jeden Fall so. Und was, das ist vielleicht auch eine spätere Folge, die von der ich nicht weiß, ob die überhaupt an vielen Stellen so gesehen wird. Ich sag mal, die Spätfolgen, die ich schon wahrnehme von dem Untergang der DDR und von dem Zusammenbruch des Systems dort, ist ja auch dann eine Entkernung des Sozialstaats dann in ganz Deutschland, der meiner Ansicht nach überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Also das ist ja kein Zufall, dass danach geschah mit gewisser Verzögerung, aber das ist nur möglich gewesen, dadurch, dass dieses Alternativsystem sozusagen zusammengebrochen ist. Und das hat ja spätestens dann enorme negative Auswirkungen gehabt auf Gesamtdeutschland. Als westdeutscher Gewerkschafter haben wir immer gesagt, bei Tarifverhandlungen, es sitzt immer noch ein dritter Tarifpartner am Tisch. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber dass die DDR existiert hat, hat zumindest in den 60er und 70er Jahren dazu geführt, dass in der alten Bundesrepublik es immer hieß, es muss einen Tick mehr für die Arbeitnehmer geben und es muss einen Tick mehr für die breite Masse geben und die Eigentumsbildung auch vom kleinen Mann, um von diesem komischen Begriff mal zu reden, muss gewährleistet sein, die 624 Mark Prämien sparen und so weiter und so weiter. Also dieses Heilsversprechen, da gibt es einen Aufstieg, 60er Jahre, 70er Jahre. Aber in den 90er Jahren große Krise in Westdeutschland, große Stagnation, das in den 80er Jahren, Kohl muss weg, war nicht nur eine politische Forderung der Gegner, sondern der Bremer Parteitag der CDU sollte eigentlich das Ende von Kohl einleiten, indem er gestürzt wird von Biedenkopf und Co. Das Fronttransparent von dem Parteitag der CDU hieß, Frieden schaffen mit immer weniger Waffen. Das muss man sich heute mal überlegen, so ein Slogan. Und die Auseinandersetzung mit der Friedensbewegung in Westdeutschland führte dazu, dass die Frage NATO, Doppelbeschluss, Aufrüstung und so weiter alles in Frage gestellt war und die DDR gleichzeitig in einem gewissen inneren Stagnationsprozess angekommen war. Die Dogmatik in der DDR, auch jede Aufbruchbegehren, nur dazu geführt hat, dass immer mehr ausgegrenzt wurden, die am Ende, also ich habe Beispiel ja gesagt, Schwerter zu Flugscharen, dass man ein solches Signet so bekämpft hat, obwohl das die Sowjetunion als Zeichen der UN geschenkt hat. Dort steht es als Denkmal vor der UN in New York als Geschenk der Sowjetunion. Das ist einfach eine Paradoxie. Und dass darin ein Aufbruch auf einmal passierte, das fand ich total spannend. Dass die da aufbegehrt haben gegen Dogmatismus, gegen Duckmäusertum, dass sie auch eine andere Lebensperspektive wollten. Das ist ja dann überdeckt worden durch Konsum. Und das sind ja nicht identisch die gleichen Leute. Insoweit sind die ja die wirklichen Träger des Aufbruchs waren, wirklich die aus der Friedensbewegung der DDR, also die mit der Kerze in der Hand aus dem Gottesdienst, aus dem Friedensgottesdienst, aus den Friedensgebeten gekommen sind. Das sind ja die heute entsetzt sind, wer da alles wieder brüllt, wir sind das Volk. Weil diese Frage, wir sind das Volk, war ja eine Einmischung, war ja eine Intervention in einen dogmatisch erstarrten Staat, der kein anderes Denken mehr zugelassen hat. Das alles als große Gemengelage
Dann ein Braindrain der besonderen Art, über was in Deutschland gar nicht geredet wird. Mehrere Millionen gut ausgebildeter Menschen sind direkt in 90 los in den Westen. Also 89 der Aufbruch, der Ausbruch über die Urlaubsregionen. Aber dann 90, als die Grenzen auf waren, ein millionenfaches Übersiedeln, insbesondere gut ausgebildete, hochmotivierte junge Frauen. Deswegen fehlt uns auch eine ganze Generation von Frauen, die tragend in einer Gesellschaft sind. Die sind auf einmal als gut bezahlte Menschen in Westdeutschland angekommen, aber machen das, was Amira sagt. Und ich kriege das immer wieder rückgespiegelt. Sind sehr still, sehr zurückgenommen und auch aktuell. Also ich bin ja jemand, ich gelte ja als ossifiziert. Kurioserweise, obwohl ich ja keinen Tag in der DDR gelebt habe, den ganzen Druck nie persönlich erlebt habe, nie durchlitten habe. Und trotzdem versuche ich, ihn zu verstehen, zu durchdringen. Und deswegen rede ich manchmal so, als ich Vorsitzender der Ostministerpräsidentenkonferenz geworden bin, letztes Jahr, habe ich seltsame Radiointerviews mit westdeutschen Radiostationen geführt, die mir immer wieder sagen, 30 Jahre deutsche Einheit, da braucht es doch niemand mehr im Osten, da gibt es doch nichts mehr im Osten, was soll denn das? Und wenn du dann sagst, ja, aber die Ungerechtigkeit wirkt bis heute fort. Wir müssen uns sagen lassen, dass wir weniger Steuerkraft haben. Dafür sollen wir uns entschuldigen. Dass wir weniger Steuerkraft haben, hängt an der verlängerten Werkbank. Daimler lässt seine Produkte alle hier hervorragend gut bauen und produzieren, aber abgerechnet wird in Stuttgart. Und von Stuttgart lasse ich mir sagen, wir sollen kein Steuergeld einsetzen für die gute Kinderbetreuung. Weil man hätte ja in Baden-Württemberg nicht so eine gute Kinderbetreuung. Und deswegen sollten wir doch mal dankbar sein und das doch lieber so nicht machen. So, und da erlebe ich, wie tief sitzend dieser fehlende eigene Vertretungsanspruch. Ich rede nicht von Ostdeutsche für Ostdeutsche. Ich rede von Menschen, die in Ostdeutschland sich selber ihre Ärmel hochgekrempelt haben und sich durchsetzen mussten. Und wie viele davon die Knüppel zwischen die Beine gekriegt haben, wo die Treuhand mit Federstrichen wirklich gesagt hat, wir bereinigen das jetzt. Die Förderpolitik war so, dass westdeutsche Unternehmen oder internationale Unternehmen sofort ihre Dependancen aufbauen konnten. Aber es sind alles verlängerte Werkbänke. Und wenn man sich dann unter diesem Aspekt anguckt, wo sind Positionen besetzt? Hochschule, Wissenschaft, in der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und. Da kann man mal durchgucken, wie viele Ostbiografien dabei sind. Und deswegen sage ich, ich bin noch geprägt aus Arbeitskämpfen von Ostdeutschen. Arbeitskampf Bischof Rohde war ein rein Ostdeutscher. Den haben die sogar gegen die westdeutsche Gewerkschaft führen müssen. Unsere eigenen DGB-Partner waren strikt dagegen, dass ich die Kumpels in Bischof Rohde unterstütze. Ich sollte sogar abberufen werden oder aus dem Konflikt rausgezogen werden. Und an den Stellen merke ich, wie sehr man auch in den Gewerkschaften westdeutsche Interessenlagen verteidigt hat, ohne eigene Interessenlagen überhaupt nur annehmen zu wollen. Und das führt natürlich zu Verletzungen. Eigene aus der Perspektive, wo du deine eigenen Dinge aufbauen musst, wo du auch sehen musst, wie kommen wir denn da jetzt klar? Wie können wir das selber gestalten? Und da kommt dann noch die Sprache dazu. Wir haben dieselbe Sprache gesprochen, aber haben für dieselben Dinge ganz andere Sachen in der Sozialisation damit umgesetzt. Ja, genau. Ich glaube, Amira muss uns leider zeitlich verlassen. Deswegen würde ich die Diskussion, den ersten Teil unserer heutigen Lesung und unserer politisch damit einhergehenden Diskussion an dieser Stelle beenden wollen, möchte mich bedanken, aber nur indem ich Anja noch eine Frage mit zwei Stichworten, die sowohl Bodo als Amira auch gerade benutzt haben und dir gegeben haben, stelle, nämlich dieses Gefühl ostdeutscher Scham, dem tritt ja auch gegenüber ein Gefühl ostdeutschen Selbstbewusstseins. Und du als eine sehr präzise Analytikerin der ostdeutschen Seele, wenn ich das so sagen darf, begegnet dir beides. Was begegnet dir stärker mittlerweile? Und damit kannst du vielleicht dann auch überleiten in den zweiten Teil deiner Lesung. Und ich bedanke mich herzlich bei Amira Mohamed Ali und bei Bodo Ramelow, dass sie hier heute mit uns geredet haben, dass sie auf deine literarische Vorlage eingegangen sind und auch die, wie ich finde, immer noch gesellschaftspolitisch so wichtigen Fragen aus der damaligen Zeit auch ins Heute übertragen haben. Und herzlichen Dank und frohes Gelingen bei all euren Vorhaben. Danke.
Ja, tatsächlich habe ich auf meiner Lesetour, die jetzt fast 2 Jahre andauert oder länger, eigentlich, ich bin ja eigentlich, seit das Buch rauskam, sehr viel in großen Städten unterwegs, in kleinen ost- und westdeutschen Provinzen. Ich begegne vor allen Dingen der Scham immer noch, merke aber auch, dass es aufbricht. Also ich merke, dass sich ein Selbstbewusstsein, ein neues formiert, dass es auch nicht mehr so tabuisiert ist. Die letzten 2 Jahre waren wirklich sehr, ja, ertragreich an Debatten auch. Also die Baseballschlägerjahre als Hashtag, unter denen Leute sich erinnert haben jener Zeit. Aber auch die Treuhand, also alles, was da lief, schief lief und so nachhaltig und verheerend wirkt, auch das ist wieder in aller Munde. Also die Leute beginnen wieder, sich ein bisschen aufzurichten. Ich glaube auch, mein Buch ist halt, ich hatte auch viel Glück. 5 Jahre früher war der Stoff auch schon da, aber es gab nicht so ein großes Interesse daran. Also da hat sich jetzt wirklich was bewegt. Das ging auch ganz stark auch von ostdeutschen Leuten aus, die einfach keine Lust mehr hatten, immer nur die Erfolgsgeschichte abzufeiern, die sie selbst so nicht empfunden haben. Ich glaube, dass da schon einiges gelungen ist. Ich habe tatsächlich während der Lesungen Leute erlebt, die sich zum ersten Mal outen als Ostdeutsch in ihrer schwäbischen Stadt, in der sie leben. In Frankfurt am Main habe ich es im Literaturhaus erlebt, bei einer Lehrerin. Und alle guckten, wie, du kommst aus dem Osten. Also tatsächlich, dass das eigene Verleugnung, Leugnen der Herkunft doch bis heute immer noch anhält bei Leuten, weil es einfach so berechtigte Ängste nach wie vor gibt, dass man in eine Ecke gestellt wird oder dass merkwürdige Zuschreibungen passieren. Und dieser Stolz, der begegnet mir leider eben vor allen Dingen von rechts, also die ostdeutsche Härte, auf die Nazis ja so, die aktuellen Nazis, die alten, neuen Nazis, die man so beim Rumfahren sieht, das ist ja so ein beliebter Aufkleber auch, ne? Ostdeutsche Härte. Das ist merkwürdig. Ich kann mit diesem Stolz und nicht so viel anfangen, also grundsätzlich nicht. Wenn er von Nazis kommt, sowieso nicht. Also ich weiß, wo ich herkomme und das ist unfassbar wichtig, ja. Aber dieses Identitätskonzept, was da dran hängt, so ich als Ostdeutsche, das ist für mich nichts, was mich weiterbringt. Ich halte das auch für nicht zielführend, ja. Also sich dann eher in größeren Kontext als Europäerin zum Beispiel zu begreifen, als Bewohnerin eines bedrohten Planeten, erscheint mir da viel, viel näher und bringt einen auch weiter. Aber tatsächlich, um rauszukommen aus der Frage, ist etwas im Aufbruch, das spüre ich. Momentan gibt es ganz starke Aufbrüche auf rechter Seite, das erleben wir ja. Also da gibt es einfach einen Aufschwung, der ganz weit strahlt und auch junge Leute, sehr junge Leute erreicht, wie ich immer wieder feststellen muss bei Lesungen an Schulen. Aber es gibt eben auch die andere Seite, eine Sensibilisierung dafür und eine Lust, sich dem entgegenzustellen auch. Ja, und da nicht mehr weiter schweigend dabei zu sitzen. Genau, und diese Fragen werden wir ja auch gleich detaillierter mit Katja Maurer und Romy Arnold diskutieren. Jetzt an dich die Frage, Manja, ob du an der Stelle die Lesung. Martin, Ja. lass mich noch einen Einwurf machen, weil das motiviert mich gerade von dem, was ich gehört habe. Unbedingt, Wenn unbedingt. ich in Deutschland unterwegs bin, egal ob Ost oder West, gibt es immer so ein paar interessante Punkte, wenn ich zum Beispiel darüber rede, dass es doch gut wäre, wenn wir Schwester Agnes endlich als Prinzip hätten. An den Gesichtern kann ich erkennen, wer Ostdeutsch und wer Westdeutsch ist, weil die Ostdeutschen eine Verbindung haben und Westdeutsche überhaupt nicht wissen, von was ich rede, weil ich mal genauso arrogant war und Gesine Lötsch mal lächerlich gemacht habe, weil sie ein Foto hatte, wo sie als Schwester Agnes verkleidet war. Dass damit aber eine Krankenschwester gemeint ist, die im ländlichen Raum eigenständig arbeiten kann und dass das ein echter Fortschritt auch für Westdeutschland wäre, das habe ich erst begriffen, als ich mit Gesine angefangen habe, darüber zu reden. Und dass diese Schwester Agnes, das Landambulatorium, die Poliklinik, das längere gemeinsame Lernen, das Zusammenbleiben bis zur Klasse 8, all diese Punkte eigentlich notwendige Reformen wären, dass die Trennung zwischen ambulant und stationär in der medizinischen Versorgung eine Katastrophe ist. Alles westdeutscher Mist, der eigentlich in den 90er Jahren im Reformstau komplett stecken geblieben ist. Und deswegen sage ich, wenn das kombiniert wird mit ostdeutschem Aufbruch, ist das nicht ein Nationalstolz und auch keine falsche Stolzwicklung, sondern es ist das eine Lebenserfahrung, die Leute einbringen, die wissen, dass ihr System so funktioniert hat, ohne dass es ideologisch gemeint ist, sondern einfach
praktisch, dass eine polytechnische Oberschule einen Mehrwert hat, wenn die ordentlich ausgestattet ist und wir eine bildungspolitische Debatte führen könnten aus Lebenserfahrung von 17 Millionen Menschen. Mhm. Und das ist das, was mir gesamtdeutsch eigentlich fehlt. Und das finde ich mit so einer Buchlesung, da steckt das alles drin. Und den Raum darf man nicht den Nazis überlassen, dass ostdeutsche Härte ein besonderer Grund ist, stolz zu sein. Weil dann wickelt sich das in die völlig falsche Richtung. Ja, absolut, stimme ich dir zu. Es zeigt leider auch ein bisschen, dass diese Überheblichkeit, sich auch auf die Strukturen, die gut funktioniert haben oder die sinnvoll gewesen wären, zu erhalten, ausgedehnt hat bei der Wiedervereinigung. Aber Manja, ich würde dir trotzdem jetzt die Gelegenheit geben für den zweiten Teil der Lesung. Bodo, herzlichen Dank. Vielen Dank auch, danke für den Einwand. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Ich bleibe einfach weiter drin. Ich beschreibe eben die 90er, die ja tatsächlich auch als Blaupause bis heute auch dienen. Insofern gehe ich jetzt weiter. Wir befinden uns jetzt tatsächlich, der Umbruch hat stattgefunden. Es gibt ein Land, das heißt BRD. Helmut Kohl ist Kanzler. Und Mimi erfährt eben in der Schule, wie sich das alles auswirkt. Das Schulsystem wird radikal reformiert. Sie gehört aber noch zu den Letzten, die noch Ostabitur machen. Und sie erlebt, wie alle Gleichaltrigen, die nicht Abitur machen, also ganz normal 10. Klasse Abschluss POS, ja im Prinzip auf der Straße landen und dann genau das einsetzt, was eben beschrieben worden ist, also eigentlich alle weg müssen, weil es gibt überhaupt keine Lehrstellen, nichts, absolute Leere und wie gesagt, sie ist jetzt privilegiert am Gymnasium, was aber noch EOS heißt. Alte Lehrer verschwanden, neue tauchten auf. Wir hatten uns gerade an sie gewöhnt, da wurde unsere Klassenlehrerin eine sechselnde Omi mit gütigen Augen, leiser Stimme und fundierten Kenntnissen der Mathematik und Biologie von der Schule freigestellt, wie es hieß. Ihr Ersatzmann kam aus Nordrhein-Westfalen. Wo das lag, wusste keiner von uns. Er erklärte es auch nicht und duzte uns stattdessen gegen jede Regel. Jetzt macht euch doch mal locker. Spontan traten wir in einen Sitzstreik und blockierten den Hauptflur, um unserer Forderung nach Aufklärung des Sachverhalts Ausdruck zu verleihen. Ein dicklicher Mitschüler mit Seitenscheitel, den ich schon aus Kindergartentagen kannte, versuchte unsere Aktion zu torpedieren. Jetzt hört mal, lasst uns in den Unterricht gehen, das hat schon seine Richtigkeit. Er schien Bescheid zu wissen, raunte. Die Alte war bei der Stasi. Woher willst du das wissen, dämlicher Idiot? Ich hatte diesen Sven Gohlke früher gern gehabt. Bei einer Faschingsfeier war er als Rotkäppchen im Kindergarten erschienen. Spott und Häme von Kindern und Erzieherinnen hatten ihn damals vollkommen kalt gelassen. Gemeinsam mit einem Fliegenpilz, einer Maus, einer Hexe und mir als Winnetou hatten wir uns abgesondert, Weberknechte gefangen und ihnen alle Beine ausgerissen, eins nach dem anderen. Und jetzt fürchtete er, Ärger zu bekommen? Der Direktor zeigte Verständnis für unsere Situation, war aber nicht bereit, uns zu erklären, was passiert war. Ein eilig einberufenes Treffen mit dem Schulrat ließ uns ratlos zurück. Rauchend standen wir auf dem Schulhof, als der Astronomielehrer, ein komischer Kauz mit langen Nasenhaaren und Stirnglatze, auf uns zutrat. Ich finde das gut, dass Sie um Aufklärung bemüht sind. Sie haben ein Recht darauf. Ich will Ihnen einmal sagen, worum es hier geht. Die Herren brauchen ein Bauernopfer, um die eigene Haut zu retten. Habe die Ehre. Herr Christ war als Sohn zweier Kommunisten, die Lagerhaft und Folter überlebt hatten, bei Mauerbau aus Bayern in die DDR geflohen. Nun hatte er sich mit seiner Kollegin solidarisiert und gleichzeitig die Rotkäppchen-These bestätigt. Der Streik war beendet. Sven Gohlke wurde zum Klassensprecher gewählt. Ich lag nächtelang wach, um mir die Titel und Interpreten aufregender Songs zu notieren, die ich im Radio aufnahm. Meine stolze Sammlung an Mitschnitten und wachsende Kenntnisse der Rock- und Popgeschichte wiesen mich schließlich als würdig aus, den lässigen Teil des Internats zu betreten. Ich wohnte ohrenbetäubenden Bandproben bei, trank Schnaps aus der Flasche, lauschte den Gesprächen und musste erkennen, dass ich in vielerlei Hinsicht ahnungslos war. Die Gedanken kreisten um Bücher von Autoren, deren Namen ich noch nie gehört hatte. Bei politischen Diskussionen fiel es mir schwer zu folgen, da ich das Personal, von dem die Rede war, nicht kannte. Zu allem Unglück war Timo auch noch fest mit einem Mädchen verbandelt, das außer Konkurrenz stand. Sie war klug, spielte Klavier und hatte die Figur einer Balletttänzerin. Neben ihr fühlte ich mich dumm, fett und hässlich und beschloss aus Trotz, meine Haare zu färben, pink.
Uli hat in einer Modezeitschrift gelesen, dass man, um den stärksten Farbeffekt zu erzielen, zuvor Bleichmittel anwenden müsste. Das Zeug brannte fürchterlich auf der Kopfhaut, doch es lohnte sich, ich war nun selbst im Dunkeln zu erkennen. Als Zottel mich zum ersten Mal so sah, bekam er vor Lachen einen Hustenanfall. Ich erblinde! Mutter erlitt einen Schreikrampf, Omi schlug sprachlos die Hände überm Kopf zusammen und Vater verschwand grummelnd im Sportlerheim. Das Moped kannst du dir abschminken, Fräulein. In der Gerüchteküche der zentralen Bushaltestelle, wo sich Schüler und Berufstätige aus allen Teilen der Stadt trafen, brodelte es. Draußen, die haben das Heim angezündet, hast du gehört? Ja, die sind sich aber selbst nicht grün. Vorm Haus Vaterland gab es eine Klopperei, die mit den grünen Jacken gegen die in schwarz. Ja, Skins gegen Nazis. Was? Quatsch, das sind alles Nazis. Ist wie früher mit SA und SS. Ich versuchte wegzuhören, doch das Bild rivalisierender Banden ließ sich nicht wegwischen. Auch war die sprunghafte Zunahme von Glatzköpfen im Stadtgebiet unübersehbar geworden. Es hieß, sie würden den Ort untereinander aufteilen. Sie, das waren ältere und gleichaltrige Mitschüler, darunter Oliver, die Steinmänner, der rothaarige Fleischersohn Mario und neuerdings auch Mike Lehmann. Ein paar Mädchen mischten ebenfalls mit, doch weder verstand ich, wer da wen bekriegte, noch warum. In der Zeitung war von all dem nichts zu lesen, dabei waren die Straßen voll davon. Bei einem abendlichen Havelspaziergang erschrak ich fast zu Tode, als mir Andreas Walter eilig entgegenschritt. Aus der Ferne hätte ich die schwarze Uniform noch ignorieren können. Doch mit jedem Meter, den er näher kam, verwandelte sich Ulis Langzeitverehrer, der einst das schönste Tretauto der Stadt besessen hatte, in einen Angehörigen der Schutzstaffel der NSDAP. Ohne den Hund an meiner Seite wäre ich davon gerannt. So blieb ich stehen. Der Hund witterte meiner Angst und knurrte den Vorbeieilenden an. Andreas strich sich mit geübter Geste über den Scheitel und marschierte blicklos seines Weges. Zur Freude des Kläffers rannte ich nach Hause, um mir die Farbe aus dem Haar zu waschen. Es war zwecklos. Ich würde weiterleuchten. Mein Versuch, der Mutter von dieser Begegnung zu berichten, scheiterte an ihrer Berufsauffassung. Andreas Walter? Nein. Der ist doch viel zu intelligent. Ja. Vielen Dank. Ich mache wieder für alle. Das schildert erneut sehr eindrücklich, finde ich, wie erstens dieser Bruch vonstatten geht, der gesamtgesellschaftliche, sich das aber auch verfestigt gleichzeitig, und zwar beides. Also erstens dieses Ende und dieser Neuaufbruch in eine neue Gesellschaftsformation und gleichzeitig dieses Verfestigen von Strukturen, von erstmal, was ich vorhin als Jugendkultur geschildert habe, was immer mehr Raum im gesellschaftlichen tatsächlich einnimmt und immer stärker auch präsent wird, im, nicht nur im visuell, sondern auch im Denken, Handeln und so weiter, der Leute, mit denen du zur Schule gegangen bist und damit natürlich im gesamten Stadtbereich. Und ich würde daran anknüpfen gern unsere beiden neuen Gesprächspartnerinnen in unser literarisch-politisches Quartett hineinbitten. Zum einen Katja Maurer und zum anderen Romy Arnold. Hallo erstmal. Schön, dass ihr da seid. Katja Maurer ist Landtagsabgeordnete der Linken im Thüringischen Landtag. Du bist in Kasachstan geboren in einem Jahr. Da, glaube ich, hat die Wende sich schon vollzogen. Von daher ist es sinnvoll, mit dir und ebenso mit Romy, die bei MOBIT, also bei der mobilen Beratung Thüringen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus arbeitet und quasi alltäglich mit diesen Kontinuitäten zu tun hat, die man ja gerade schildert, oder vielmehr die Kontinuitäten, die daraus erwachsen, zu diskutieren, was wir heute im Osten in der Gesellschaft, aber das ist ja kein rein ostdeutsches Phänomen, antreffen und ob Ursprünge dessen, womit wir heute konfrontiert sind, mit einer auch parteipolitisch organisierten Rechten, die erkennbar sozusagen um gesellschaftspolitischen Einfluss ringt, mit einer immer noch vorhandenen, in bestimmten Regionen und Szenen auch hegemonialen Kultur, ob das damals schon
seine Ursprünge nahm, ob das quasi die unmittelbare Linie ins Heute trägt. Und so würde ich gerne auch einsteigen mit der ersten Frage an Romy an dieser Stelle, dass du uns einen Einblick gibst, bitte auch in deinen Arbeitsalltag, um besser zu begreifen, ob es diese Kontinuitäten gibt und ob du darin auch, wenn Manja liest, Dinge erkennst, die, mit denen du heute konfrontiert bist, mit denen du quasi alltäglich zu tun hast und wo du versuchst, weiß ich, Schülerinnen und Schüler oder Lehrerinnen und Lehrer oder zivilgesellschaftliche Organisationen, wen auch immer, zu beraten und denen zu helfen in ihrer Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus, weil man ja damals, glaube ich, ziemlich auf sich allein gestellt war mit ihren Freundinnen und Freunden Anfang der 90er und es euch noch nicht gab. Dann würde ich vielleicht auch irgendwie mal so ein bisschen anfangen, es verleitet ja auch, dass wir so ein bisschen aus den Nähkästchen zu plaudern, gerade weil ich bin auch, also ich komme aus Arnstadt und bin um die Wendezeit geboren, also ich habe sehr wenig von der DDR mitbekommen, dafür sehr viel von diesen Transformationsprozessen und im thüringischen Arnstadt war auch viel los in der Zeit, würde ich jetzt mal sagen, und ich bin so ein bisschen, ich bin mit dem Glauben irgendwie aufgewachsen, dass das, was ich in meiner Jugend erlebt habe, nämlich von Nazis verfolgt zu werden, Nazis im direkten Umfeld zu haben, Freunde zu haben, die plötzlich Nazis sind tatsächlich, Gewalterfahrungen, die man gemacht hat und jedes Stadtfest eigentlich immer völlig ausgeartet ist mit Schlägereien zwischen Neonazis, Punks und allen Menschen, die irgendwie als links identifiziert wurde, oder bei uns war es so der Fall, ich habe so ein bisschen zu der Hip-Hop-Kultur gehört, zumindest mich dazu gerechnet, da hat die weite Hose schon tatsächlich ausgereicht und ich bin irgendwie, war das für uns halt alles sehr, sehr normal und es war tatsächlich erst, dass ich während des Studiums, als ich dann mit Westdeutschen, so komisch das klingt, aber mit westdeutschen Kommilitonen mal so über Jugenderfahrungen gesprochen habe, die dann doch sehr, die das sehr bemerkenswert fanden, dass das uns irgendwie so ging und für sie tatsächlich gar nicht so die großartige Rolle gespielt hat. Und das war dann also das erste Mal, dass ich mich wirklich reflektiert habe und gefragt habe, ist das eigentlich normal, muss das eigentlich irgendwie normal sein? Mhm. Und da so, das war so ein Bruch auch in meiner eigenen Biografie, weil klar hat man sich irgendwie gegen Nazis eingesetzt, aber gerade wenn wir heute immer darüber reden, ist das ein spezifisches ostdeutsches Problem? Nein, würde ich natürlich nicht sagen, klar gab es das im Westen auch, aber die Ausmaße, die das genommen hat und die Präsenz in der Jugendkultur unserer Generation. Ich glaube, dass sich das schon durchaus unterscheiden lässt zu dem, was Westdeutsche mitbekommen haben oder beziehungsweise in Westdeutschland angespielt wurde. Und jetzt komme ich zu meinem Arbeitsfeld. Mobile Beratung, MOBIT, gibt es seit 2001. Wir haben jetzt quasi bald 20-Jähriges und geht zurück auf den Brandanschlag auf die Erfurter Synagoge im Jahr 2000, als Rechtsextreme versucht haben, die jüdische Synagoge in Erfurt anzuzünden, das Gott sei Dank nicht geschafft haben. Aber das spielte so rein in diese ganze Zeit, in der Gerhard Schröder auch seinen Aufbruch der Anständigen formuliert hatte und sich zivilgesellschaftliche AkteurInnen zusammengesetzt haben, unter anderem auch übrigens Bodo Ramelow, der war da mit dabei im Zinsendorfhaus in Erfurt und überlegt haben, was können wir denn da jetzt mitmachen und wie können wir da jetzt vorgehen, und man war sich einig, also da waren die Gewerkschaften, da waren Religionsgemeinschaften mit am Tisch, da waren Einzelpersonen aus zivilgesellschaftlichen Zusammenhängen mit dabei, die gesagt haben, Zivilgesellschaft ist in Thüringen, steht vor großen Herausforderungen, sagen wir es mal so, neben den Strukturproblemen, die sowieso ostdeutsche Länder auch in den Nullerjahren richtig hart nochmal getroffen haben, durch den Zuzug vieler Leute, durch schwache Vereine, durch Geld, was rausgezogen wurde aus allen möglichen Bereichen, die gar nichts unbedingt jetzt so sehr mit den Feldern von Zivilgesellschaft zu tun haben, mit denen wir uns beschäftigen. Die aber gesagt haben, wir brauchen eine Form der Unterstützung für Zivilgesellschaft, die langfristig angesetzt ist, die mit den Gegebenheiten vor Ort arbeiten kann und die auf diesen Ansatz der Beratung eben zielt, den wir haben. Sprich, wir kommen zu Menschen, die sich aktiv, egal wo in Thüringen, aktiv gegen die extreme Rechte, gegen Rechtsextremismus, gegen für Demokratie einsetzen wollen. Auf deren Anfrage kommen wir, wohin auch immer wir da kommen sollen. Das können Menschen aus zivilgesellschaftlichen Zusammenhängen sein, das können Menschen aus Vereinen sein, das können Menschen, die in ihrem Arbeitsumfeld sowas sehen. Also sehr großes Spektrum an Menschen, die sich an uns wenden können, zu denen wir dann kommen und schauen, was sind die Ressourcen, die wir vor Ort haben, womit können wir arbeiten, was ist eine geeignete Strategie für das Problem jetzt direkt vor Ort. Was hättest du denn der Hauptheldin Mimi geraten, zum Beispiel, nachdem du was bislang gehört hast, wenn Mimi dich gerufen hätte?
Na, wenn Mimi mich gerufen hätte, hätte ich mir, glaube ich, den Ort, an dem Mimi agiert, noch mal genauer angeguckt. Man ist ja immer der Meinung, man ist unglaublich alleine. Mhm. Ich nenne da mal ein Beispiel, ein anderes. Es gab mal eine Frau, die ist in Thüringen in einen sehr kleinen Ort gezogen und die hatte die mobile Beratung angerufen, weil sie gesagt hat, oh mein Gott, hier ist ein Nazi, ein strammer, richtig harter Nazi mit guten Strukturen, der betreibt hier eine Gaststätte und der macht hier Konzerte und ich würde da gerne da was dagegen machen, aber ich glaube, ich bin da ganz alleine, ich finde hier gar keinen Anschluss. Und dann hat man sich mit dieser Person mal zusammengesetzt und geschaut. Und über einige Jahre der kontinuierlichen Arbeit ist daraus eines der bekanntesten Bündnisse, würde ich jetzt mal sagen, entstanden. Das ist nämlich das Bündnisthema, für ein weltoffenes Thema, die sich dort auf sehr beeindruckende Art und Weise gegen einen ziemlich starken, krassen Gegner organisiert haben, der dort nämlich ein Thema diese doch bundesweit, europaweit bekannten, glaube ich, inzwischen sogar Rechtsrock-Events veranstaltet und durch über diese kontinuierliche lange Zusammenarbeit, weil dann plötzlich die Kirche ein Akteur war, den man vorher nicht gesehen hat, weil dort eben doch Parteien waren, die gesagt haben, ja doch, da sind wir dabei und ein sehr großer Zusammenschluss von sehr vielen Menschen sich gefunden hatte, um dagegen vorzugehen und damit auch relativ erfolgreich ist, würde ich sogar sagen. Und genau das hätte ich mit der Protagonistin des Buches quasi gemacht, mal etwas genauer hinzugucken, mit wer ist denn hier eigentlich gerade noch nicht am Tisch, den das Problem vielleicht auch betreffen könnte, den man sich dazu holen kann. Und so spinnt sich manchmal ein Kreis zusammen aus Menschen, die man jetzt auf den ersten Blick gar nicht mal so sehr gesehen hätte. Und natürlich skandalisieren und aufmerksam machen, weil das ist auch eine der Aufgaben, die zum MOBIT gehört. Wir gucken, um unsere Beratung machen zu können, müssen wir natürlich Ahnung von dem haben, was da so vor Ort passiert. Also wir gucken uns die Strukturen ganz genau an, wir gucken uns die AkteurInnen ganz genau an und versuchen dazu auch nochmal Kanäle zu benutzen, die Zivilgesellschaft jetzt nicht so einfach hat. Also wir können uns ja an Politik nochmal anders wenden und denen anders auf die Finger klopfen, als dass jemand macht, der irgendwo im ländlichen Raum in Thüringen auch noch ein paar andere Sachen in seinem Leben zu tun hat, als sich den ganzen Tag zu überlegen, wie ich jetzt eigentlich Menschen auf Nazis aufmerksam machen kann. Wir können da auch bei Verwaltung nochmal andere, sind da Partner auch in Fortbildungsveranstaltungen mit Verwaltung, wo wir Probleme herantragen können. Wir können anders auf die Presse nochmal zugehen, können dort auch Zivilgesellschaft stärken als potenziellen Partner. Genau. Also das wäre so ein Katalog von Sachen, die mir zu spontan einfallen würden. Ja. Ich war ein bisschen ins kalte Wasser sozusagen geworfen. Du kannst Katja gleich auf die Finger klopfen, aber ich würde vorher Manja nochmal fragen, was du dir denn gewünscht hättest für Mimi 1990/91 an Beratung. Gab es denn überhaupt die Möglichkeit, tatsächlich solche Netzwerke zu bilden, die sich ich weiß nicht, ob das akkurat ist, wenn ich sage, faschistischen Jugendkultur damals entgegenstellen? Na, also erstmal, ich kenne und schätze die Arbeit von MOBIT sehr, also eigentlich unschätzbar und unbezahlbar. Ich war auch schon mit MOBIT unterwegs. Wir haben auch eine Lesung schon in Schulen veranstaltet. Also ich war mal in Ranis mit euch, Räume zum Beispiel. Also in Ranis hatten wir jetzt auch das Problem, wo kann so eine Lesung stattfinden? Ja, also möglichst neutraler Ort. Ich glaube, wir sind dann ausgewichen auf so eine Art Bäckerei. Das war der einzige Ort. Also es gibt so ein Mehrzweckzentrum, das ist Einkaufszentrum und Bäckerei und alles zusammen. Also ein geschützter öffentlicher Raum, sowas hätte man sich damals gewünscht. Und insofern ist sie nicht ganz vergleichbar, die Situation in dieser radikalen Umbruchphase, in der erstmal alles schloss und überhaupt kein Neubeginn erkennbar war, in der ja auch die Institutionen überhaupt noch nicht arbeiteten. Ja, also die Polizisten haben sich eine neue Uniform angezogen, kannten aber die Gesetze nicht und waren nicht sehr kompetent und waren auch schwer ansprechbar. Eine Zivilgesellschaft, die ich jetzt überall gewachsen sehe, gewachsener als damals, die lag eigentlich am Boden oder am Anfang oder am Ende, je nachdem, wie man es betrachtet. Aber geschützte Orte, das ist das, was sofort verloren ging, eben durch die Schließung aller meist an Betriebe gekoppelten Einrichtungen, gab es keinen geschützten Ort. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Das hätten wir uns gewünscht. Also einfach ein Ort, an dem man Zuflucht finden kann und andere Leute aus anderen gesellschaftlichen Ebenen, die dieselben Probleme und Ziele haben, wo man sich begegnen kann. Ja, und ihr geht ja weit darüber hinaus, ihr macht eine Moderation, ihr könnt die Leute auch stark machen, indem ihr eben die politischen Möglichkeiten, die du eben schon angesprochen hast, damit mit reinbringt. Damals in dieser Umbruchphase herrschte auch eine riesige Verunsicherung bei den Leuten. Wie geht man vor? Also ich erinnere mich, dass immer wieder der Fall auftrat, dass jemand wirklich rausgegangen ist auf die Straße in eine
stattfindende Konfrontation und furchtbar verprügelt worden ist. Also das zivilgesellschaftliche Engagement, Mut, manchmal einfach spontanes Eingreifen zu fürchterlichen Verletzungen auch geführt hat. Und sowas sind dann auch so, das waren so wie so Trigger für andere Menschen im Ort. Ne? Also da mischte ich da bloß nicht ein. Also das Maß der spontanen, nicht mal organisierten, sondern spontanen Straßengewalt zog eben diese verheerenden Spuren bei den Leuten und machte diese Angst, die sicher bis heute nachwirkt, aber heute gibt es eben Strukturen, gibt es eine größere zivilgesellschaftliche, da gibt es überhaupt Zivilgesellschaft und Menschen, die wissen, was zu tun ist oder so tolle Einrichtungen wie Mobit. Das ist ein gutes Stichwort. Es gibt eine Zivilgesellschaft, es gibt Menschen, die zumindest manchmal wissen, was zu tun ist. Mhm. Und das Gute ist auch, dass die Leute versuchen, sich miteinander zu verknüpfen. Und Katja hat da auch politische Erfahrungen darin, Leute miteinander zusammenzubringen, ich sag mal, Gegenwehr auch zu organisieren, in Bündnisstrukturen aktiv zu sein. Wie stellt sich denn die Situation derzeit für dich dar, die du, ich sag mal, die 90er, wenn überhaupt nur ganz marginal noch miterlebt hast? Aber erstens die Frage nochmal, gibt es so eine Kontinuität, so eine nicht nur jugendkulturelle, sondern tatsächlich eine kulturelle Kontinuität? Aber wie organisiert sich heute die politische Gegenwehr auch in deiner Sicht und wie sind deine Erfahrungen da? Ich glaube, wenn ich über Kontinuität rede, aus meiner eigenen Geschichte würde ich tatsächlich viel, viel früher anfangen und tatsächlich in den 90ern anfangen. Wir sind in den 90ern nach Deutschland gekommen und haben in so einem, ja, so einem Art Auffanglager für Russlanddeutsche damals sozusagen gelebt. Und ich bin zwar sehr, sehr klein gewesen, aber habe sehr früh mitbekommen, was es sozusagen für meine Cousins bedeutet, für meine größeren Cousins auf der Straße unterwegs zu sein und die permanent sozusagen auch in Schlägereien reingekommen sind. Und ich habe das als Kind, als sehr kleines Kind natürlich bei weitem nicht so begriffen, wie ich das heute begriffen habe, aber das prägt natürlich. Es ist einem irgendwie klar, es gibt irgendwie einen Konflikt auf der Straße und der Konflikt hat etwas damit zu tun, dass wir nicht aus Deutschland kommen. Und das ist etwas, das mich bis heute weit geprägt hat. Also ich bin als Kasachin überhaupt nicht erkennbar. Die meisten Leute denken, dass ich Deutsche bin, ich habe eine saubere Aussprache und so weiter und so fort. Bei meiner Familie sieht das wiederum anders aus. Also wenn meine Mutter in der Apotheke ist und ihren Mund aufmacht und die Apothekerin was fragt, dann wird sie entsprechend auch behandelt und in der Regel auch rassistisch behandelt, also je nachdem, wen sie sozusagen trifft. Und genau, das ist sozusagen das eine. Und so habe ich mich politisch auch weiterentwickelt und habe irgendwann einen dieser Orte getroffen, von dem du, Manja, gesprochen hast, wo ich mich auf einmal entwickeln konnte, wo ich in politischen Bündnissen aktiv war, wo ich erstmal überhaupt Worte finden konnte für das, was mich irgendwie geprägt hat oder was mich auch verletzt hat, was mich zu den politisch denkenden Menschen gemacht hat, heute zu Abgeordneten gemacht hat. Ja, und so entwickelt man sich quasi weiter. Die Kontinuität ist, dass mal lauter, mal leiser rechte Gruppierungen immer eine Rolle spielen und die mich zu den politischen Menschen gemacht haben und mich dazu bewegen, irgendwie aktiv zu sein. Und in Erfurt hatten wir die Situation, dass wir diese krassen Proteste der AfD irgendwie in den letzten Jahren, Rumi kennt das ja genauso, jeden Mittwoch sind da irgendwie tausende Leute aufmarschiert. Und da hat sich aber Gott sei Dank also ein wirklich tolles Bündnis gebündelt, also in Erfurt. Das hat sich immer wieder geändert, klar, weil diese Arbeit auch zum großen Teil ehrenamtlich ist, weil die auch emotional auslaugt. Da redet man viel zu wenig darüber, wie anstrengend eigentlich politische Arbeit ist, wie anstrengend es eigentlich ist, sich irgendwie zu Wehr zu setzen, dass man ja auch immer mehr Stress kriegt, dass man bedroht wird, dass man, ich habe das selber schon ein paar Mal erlebt und erlebe das jetzt auch im Abgeordnetenhaus, im Parlament, wo man eigentlich denkt, oh, das ist eigentlich ein sicherer Platz. Auch da erlebe ich sozusagen immer wieder die Brutalität rechter Gruppierungen von Nazis. Und dennoch muss man aber sagen, dass diese Bündnisse da sind und dass die total wertvoll sind. Und ich bin unfassbar dankbar, dass es diese Räume gibt. Ich habe das große Glück, dass ich einen Raum mitgestalten kann in Erfurt.
Aber ich also finde es halt wirklich großartig, dass wir dieses Bündnis haben, das besteht aus Kultur, aus Gewerkschaften, aus Engagierten, aus Kirche, aus Leute, aus den Paritätischen, aus Leute, die einfach Bock haben, aus RentnerInnen, aus Schülerinnen ganz viel. Das ist ja auch so spannend, dass die Bewegung immer jünger werden. Also dass ich in meinem Büro also wirklich Schülerinnen habe, 14-Jährige, die total selbstbewusst auftreten und sagen, ey, ich habe echt Probleme, entweder selbst, weil sie queer sind oder halt einen durchgestrichenen Hakenkreuz auf ihrem Pullover gestickt haben oder wie auch immer. Also die kommen sozusagen an und die wollen irgendwie mitmachen. Und das Coole in Erfurt ist, dass es sozusagen diese Bündnisse gibt, in denen man teilnehmen kann. Einen Satz will ich vielleicht noch sagen. Wenn man so über Bündnisse spricht, hat man ja immer so klassische Antifa-Bündnisse im Kopf. Was ich aber sehr bemerkenswert finde in Erfurt, die sind immer ein bisschen leiser, die Bündnisse, ist aber, dass es ganz viele Aktive auch im sozialen Bereich gibt, also in der Jugendarbeit sowieso, die sich da irgendwie zusammentun, die sich in so Stadtteilkonferenzen treffen und die dann irgendwie versuchen, gegen diese gesellschaftliche Bewegung, also von rechts irgendwas zu tun. Also erst ganz leise und mittlerweile sehr selbstbewusst, so selbstbewusst, dass ja mittlerweile die AfD ganz krass darauf reagiert, um es mal an der Partei festzumachen. Also dass sie irgendwie Jugendarbeit und sowas sanktionieren will und bestimmten Trägern weniger Geld geben will und so, weil da irgendwie Leute auf einmal aktiv werden. Und das sind auch so Bündnisse, die sind, glaube ich, in so einem linken Kontext, sieht man die ganz selten, aber die sind unfassbar wichtig. Und da ist ja Mobit zum Beispiel einfach eine riesengroße Unterstützung. Die sind da ja auch regelmäßig und helfen die. Manchmal sind aber die Bündnisse noch leiser. Also die reden dann mit den Kids, die versuchen sich einzelne SozialarbeiterInnen weiterzubilden und irgendwie aufzuhalten, was aufzuhalten ist. Also auch nochmal ein sehr spannendes Thema. Ja, das ist eine sehr, sehr interessante strategische Frage, finde ich ja auch, wie du diese Räume schaffst, wie du sie öffnest, in denen du dann sozialisiert, politisiert worden bist, auch um ein gesellschaftliches Gegengewicht zu schaffen. Und du hast ja von der Bedrohung auch geredet, wo halt Räume geschlossen werden sollen durch Gewaltandrohungen, vielleicht auch durch reale Gewalt, die ausgeübt wird. Und ich würde gern, bevor ich Romy eine Frage stelle, zu also Hegemonie tatsächlich in diesen Bereich hineingehend. Aber ich würde gern Manja nochmal fragen, weil du, ich habe das in einem Interview gelesen, was du gegeben hast. Ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, in welcher Zeitung. Aber du hast gesagt, dass du in dem Buch nicht alles, was im Zusammenhang mit Gewalt steht, auch überhaupt darstellen konntest, dass es Unsagbares gibt. Mhm. Irgendwie. Und ich möchte gar nicht, dass du jetzt versuchst, etwas auszudrücken, was nicht auszudrücken ist für dich. Aber mich würde schon interessieren, was dieses Unsagbare ist. Ich weiß, das hat jetzt weniger einen politischen Anklang, aber ist das der Schock darüber, dass das auf einmal möglich war in der Gesellschaft? Oder ist das Unsagbare tatsächlich das Ausmaß an Gewalt, also womit eben Räume geschlossen werden, womit um Hegemonie gerungen wird und so weiter. Was kannst du das irgendwie nochmal versuchen darzustellen? Ich glaube, das ist was, das Grauenhafte ist, das kennt eigentlich jeder selbst und gerade über die letzten Jahre und das Erstarken der AfD und der Position, die sie vertreten. Und das ging ja im Jahr 2015 los, eben als Menschen vor Krieg und Gewalt hierher fliehen mussten und dann plötzlich diese Kälte überall ihnen entgegenschlug. Und man erlebt das dann am eigenen Familientisch. Man erlebt das von Menschen, die man schätzt, die einem sehr nahe sind, denen man selbst sein Herz öffnet. Ja? Also das ist das, worauf ich da hinaus will, dass das mit das Schwerste ist. Wie finden wir einen Weg, überhaupt miteinander noch zu kommunizieren, wenn das so eine harte Position ist. Wie geht man damit um? Wie muss man, und wenn man konsequent ist, ja, wie schafft man das? Ja, also letztlich muss man ja konsequent sein, müssen wir alle damit umgehen. Ja, und wir können, es ist nicht zu entschuldigen, was manche Taten sind einfach nicht zu entschuldigen. Oder Positionen sind nicht zu entschuldigen. Und was tut man dann? Ja, also wie sieht so ein Abbruch dann aus?
Und das war, es ist mir auch bei den Lesungen, die ich gemacht habe und den anschließenden Debatten, war das immer wieder ein Riesenthema. Also auch wirklich, da merkt man, dass Leute ganz schwer atmen und ganz konkret Personen vor sich haben. Ich habe mal mit einem Aussteiger mich unterhalten, der nach der Lesung zu mir kam und erklärte, dass er früher ja mitgemacht hat. Ja? Also, dass er dazugehört hat. Und dass ihn das irgendwie angemacht hat. Da. Wir haben halt versucht, gemeinsam zu ergründen, was es war. Ja? Er konnte es heute selber nicht mehr richtig verstehen. Und dann kam raus, dass er selbst auch, dass sein Bruder in den 90ern so schwer verletzt worden war. Beim Überfall auf von Neonazis. Dass der also seitdem gesundheitliche Folgeschäden davonträgt. Sein Leben hat sich radikal verändert. Und inwiefern das vielleicht sogar eine Rolle spielte. Ja? Also dass Dinge den Nächsten passieren, Menschen, die man liebt, schrecklichste Dinge passieren und dass Menschen, die man liebt, schreckliche Dinge tun. Ja, also das ist der Abgrund, der mich da auch, also erstens stets beschäftigen wird, klar, ich kenne auch Menschen, die an Überfällen teilgenommen und Menschen auf dem Gewissen haben, ja. Wie gehen wir damit um und wie kommen wir da raus, ja. Das ist die große Frage. Und gerade Kinder und Jugendliche, wenn das jemand ist, der mit 15, 16 einen fatalen Fehler gemacht hat, ja, wie gehen wir damit um? Wie holen wir die Leute aus diesen Fängen dieser Mörder zurück? Ja? Und was kann man verzeihen und was muss man aber einfach radikal auch verneinen? Was steckt da alles dahinter? Ja. Das finde ich sind total wichtige Fragen, die würde ich im Grunde genommen am liebsten ungefiltert an Romy weitergehen, allerdings verbunden mit diesem Hegemonie-Aspekt, weil natürlich 1990, es gibt Kontinuitäten zu 2021, aber natürlich haben sich Dinge auch geändert. Also Räume sind neu entstanden, zum Beispiel im virtuellen Bereich, wo eben diese Radikalisierung auch stattfindet, wo Leute sagen, was eigentlich, ich sag mal, nicht sagbar, nicht aushaltbar ist, so wie man ja das auch darstellt und sich gegenseitig zu solchen Dingen auch anstacheln einerseits und andererseits wird durch neue Räume, virtuelle Räume natürlich auch eine ganz andere gesellschaftliche Dynamik nochmal kreiert, indem neue rechtsoffene Bündnisse entstehen, in die man ganz schwer hineinkommunizieren kann, weil das Filterblasen sind, die man kaum erreicht. Also die faschistische Kultur der 90er, die mag fortleben, aber die hat sich ja auch den technischen und gesellschaftlichen Bedingungen und Gegebenheiten angepasst. Also wie greift man solche Fragen auf? Wie kommuniziert man mit den Leuten? Wie geht man damit um, wenn dich ein Hilferuf erreicht und ganz viel an Politisierung, an Mobilisierung, aber gar nicht mehr auf dem Schulhof oder im Jugendclub oder in der Dorfdisco stattfindet, sondern halt, ich sag mal, halt im virtuellen Bereich bei Parler oder sonst wo? Ich würde mal noch so ein kleines bisschen ausholen, weil wir gerade so schön in diesem Frage Kontinuität und neu sind und vielleicht erst nochmal ganz kurz auf das eingehen, was vielleicht so eine Kontinuität ist und was schon seit einer Weile ist, weil wir sehen, bei vielem, was wir jetzt immer so für neu halten, ist es eigentlich nur eine permanente, bereits bestehende Szene, bereits bestehende Strategien, die sich so ein bisschen an die neuen Rahmenbedingungen anpasst, die aber im Prinzip schon immer noch das Gleiche ist. Und wenn wir uns mal jetzt anschauen, wenn wir uns Thüringen oder das ist jetzt nicht, ich gucke jetzt ganz speziell auf Thüringen, aber das lässt sich natürlich auf andere Bundesländer auch übertragen, aber mehr oder weniger Expertin bin ich ja natürlich für Thüringen, angucke, was so eine bestimmte Kontinuität ist und das ist wichtig. Wir haben, auch wenn klassische Neonazi-Parteien natürlich immer mehr an Bedeutung verlieren, schlicht und ergreifend, weil sie elektoral, also im Sinne von der Wählerschaft oder in Parlamenten keine großartige Rolle mehr spielen, ich meine, es klassische Neonazi-Parteien, sind die aber doch für die Strukturen vor Ort immer noch sehr, sehr wichtig. Und das ist die NPD, das ist der Dritte Weg, das ist in Thüringen noch dazu solche lokalen Gruppen wie das Bündnis Zukunft Hildburghausen, was in Südthüringen eine große Rolle spielt. Dann haben wir aber auch noch rechte Gruppierungen, die nicht so ganz so an klassische Strukturen angebunden sind. Neue Stärke Erfurt ist da ein Beispiel. Wir haben ganz viele verschiedene Kampfsportgruppen, Kollektiv 56, Wardon 21, Knockout 51. Wir haben Hooligan-Gruppen vom Jungsturm. Wir haben Rocker-ähnliche Gruppierungen, die hier Unwesen treiben. Das sind die Turonen, die gerade erst vom Land Thüringen mit 25.000 Euro belohnt wurden dafür, dass sie ein Verfahren, also im Zuge dieses Mattstedt-Debakels quasi für sich entscheiden konnten. Die große Verbindung zu Blood and
auch noch haben. Wir haben AkteurInnen, die hierher ziehen. Stanley Roske zum Beispiel, führender Kopf in Deutschland vom Blood and Honor Netzwerk, der hierher gezogen ist. Es gab drei Hausdurchsuchungen. Ich habe es gerade gar nicht mehr so richtig im Kopf, als dieses Netzwerk jetzt Anfang letzten Jahres quasi verboten wurde, wo aber gegen Führungspersonen nicht vorgegangen wurden. Wir haben ganz viele kleinste lokale Splittergruppen, diese ganzen XY-Zeitgesicht-Gruppen, Erfurt-Zeitgesicht zum Beispiel, Sonneberg-Zeitgesicht oder sonst wer steht auf, Gruppen, die jetzt neu dazugekommen sind. Wir haben die Reichsbürger, die hier aktiv sind. Wir haben aber auch eine extrem hohe Dichte an Infrastruktur. Wenn wir uns die zahlreichen Immobilien anschauen, die wir jetzt haben, wir gehen so von ungefähr, also Minimum 30 Immobilien aus, je nachdem, welche Definition man als Grundlage hat. Wir haben Versandhandel. Wir haben eine extrem professionalisierte Veranstaltungsszene. Und ich könnte jetzt noch eine ganze Weile weitermachen. Ich nenne das immer so ein bisschen die Ach-du-Scheiße-Aufzählung. Mhm. Weil da gibt es ganz, ganz viele Namen. Und viele von diesen Strukturen sind schon seit einer ganzen Weile da. Also das ist jetzt nichts Großartiges Neues, die gibt es schon lange und die hatten sehr lange Zeit, sich in Thüringen auszubreiten, sich die Räume zu nehmen, sich zu normalisieren. Also das sind Menschen, die wohnen dort schon seit Ewigkeiten und na klar, habe ich mit Tommy Frank, das ist doch ein Junge der kommt doch von hier, der ist aber weggegangen, der ist jetzt wieder hier, Mensch, ist doch einer von uns. Ich mache den falschen Dialekt, ich weiß, der Süden möge es mir entschuldigen, aber ich kann nur den einen. Das spielt natürlich eine große Bedeutung, warum sich die Szene hier so entwickeln konnte. Sie war lange ungestört, weil die Politik weggeguckt hat. Damit meine ich jetzt natürlich nicht dezidiert Rot-Rot-Grün, die das schon mit einer deutlichen Ernsthaftigkeit angegangen sind, die wir sehr wohl wahrnehmen und sehr wohl auch wertschätzen, die auch für Zivilgesellschaft eine ganz große Rolle spielt, aber die sich natürlich in der Zeit unglaublich professionalisieren konnte. Also wir haben eine der professionellsten Veranstaltungsszenen, sonst würden hier nicht in der Größenordnung diese Art der Konzerte stattfinden. Und diese Szene bestehend aus diesen auch teilweise sehr alten Kadern, wie man sie im klassischen Neonazismus quasi auch noch kennen, die guckt natürlich überall hin, wo sind weitere Ausbreitungsräume, wo kann ich noch irgendwie andeuten, in welchem Verein kann man noch irgendwie eine Rolle spielen. Also sie waren schon immer da, sie sind aber jetzt noch mal ein bisschen sichtbarer geworden, weil es mehr AkteurInnen gibt und damit meine ich auch die Politik und vor allen Dingen auch Rot-Rot-Grün als politische AkteurInnen, die darauf aufmerksam machen und deswegen ist auch vieles sichtbarer geworden. Und was jetzt wirklich neu ist, ist natürlich, dass die extreme Rechte mit der AfD eine Partei in diesem Landtag hat, was sie in der Größenordnung vorher nicht hatte. Also kommunal waren da schon, gab es die NPD auch immer mal und es war auch immer eine Gefahr, dass die wieder mal mit einzieht. Aber in der Größenordnung und der Stärke ist das natürlich nochmal eine ganz neue Bedrohungslage auch für zivilgesellschaftliche AkteurInnen. Bietet völlig neue Anknüpfungspunkte für die extreme Rechte, die man sehr genau im Blick haben muss, wo ich nicht weiß, ob das immer in der Schärfe auch sich angeschaut wird, wie man das vielleicht tun müsste, das jetzt in aller diplomatischen Vorsichtigkeit ausgedrückt. Und jetzt kommen wir zu diesem wirklich neuen Feld, was uns sehr große Sorgen macht, ist immer die Frage mit, wie gehen wir in diesen digitalen Raum an? Und jetzt haben wir mit spätestens seit den rechtsterroristischen Attentaten, die ja weltweit stattfinden, die sich im digitalen Raum nicht nur abspielen, weil es dort ein Austragungsort ist, sondern wo der digitale Raum deswegen wichtig wird, weil es ein ganz zentraler Radikalisierungsraum ist. Also wir sehen AkteurInnen, die, also früher der klassische Neonazi hat sich eine ganze Weile in bestimmten Vorfeldstrukturen erstmal schön radikalisiert, kam dann in andere Strukturen irgendwie rein. Den konnte man eventuell sogar noch sehen. Das ist jetzt nicht mehr unbedingt so sehr der Fall, weil der digitale Raum als Aktionsfeld einfach ungeahnte neue Möglichkeiten bietet und auch sehr, sehr schwer im Blickbar halt zu behalten ist. Also da geht es um rechtsextreme Gameforen, da geht es um rechtsextreme Imageboards, die eigentlich erstmal auf den ersten Blick relativ unpolitisch sind, wo man schon sehr genau gucken muss, wo ist da dieses eine Unterforum, wo die plötzlich anfangen, völlig durchzudrehen und richtig schlimme antisemitische, rechtsextreme, rassistische und alle möglichen Inhalte da zu posten. Und wo wir sehen, wenn wir uns jetzt Attentäter anschauen von Halle, von Hanau auch, dann war das der Weg der Radikalisierung, die sie dorthin geführt hat, dass sie im Endeffekt Menschen getötet haben. Und da wäre die Frage nach in der Gegenwehr, wo wir, glaube ich, alle noch sehr weit am Anfang stehen. Wie macht man das eigentlich? Wie behält man eigentlich diese Krisenstruktur irgendwie im Blick?
und wie kann man vielleicht auch eine digitale Zivilgesellschaft fördern, die dagegen in irgendeiner Form sich wappnet und die dort den Finger nochmal drauflegt? Wie kann man Bereiche, die wirklich, die sich selber als völlig unpolitisch verstehen, ich spreche jetzt mal als Beispiel die Gaming-Szene an, wo auch heiße Debatten abläuft, als so Horst Seehofer nach Halle gesagt hat, man müsse auch die Gaming-Szene im Blick nehmen, das gaben gleich die Abwehr mit, um Gottes Willen, wir haben damit nichts zu tun, wir sind unpolitisch, und es kamen die Rufe auch damals mit dem Amoklauf von Erfurt, hat man auch der Gaming-Szene die Schuld gegeben, aber das war nochmal eine ganz andere Bedeutung, weil so oft Seehofer Unrecht hat, so richtig lag er damit zu sagen, wir müssen diese Szene dennoch schon mal in den Blick nehmen, weil es eben auch ein Akteursfeld ist, und wie kann man genau dort Anknüpfungspunkte finden und genau diese Leute an die Hand nehmen, würde ich jetzt mal sagen, oder zumindest sensibilisieren dafür, dass das nicht kein freier Raum ist, wo sich diese extreme Rechte nicht ausbreiten will. Und da sehe ich auch seitens von Politik noch große, viele Fragezeichen. Wir haben ein Thüringen-Landesprogramm, da ist der Bereich Digitales, kommt schlicht und ergreifend da noch gar nicht vor. Da müsste man auf jeden Fall mal das so ein bisschen angehen. Wir müssen neue Bündnisse schmieden, eben genau mit Menschen, die sich sowieso schon im Digitalen viel umtreiben. Influencerinnen sehe ich dort zum Beispiel, die dieses Thema mit besetzen könnten. Also gibt es einfach sehr, sehr viel zu tun, und wir stehen ganz weit am Anfang, um überhaupt erstmal eine Strategie zu finden, um überhaupt erstmal Handwerkszeug auch zu erproben. Na, weil wenn ich jetzt erzähle von... ich würde jetzt Person XY aus Weiß der Geier, wo irgendwelche Ratschläge geben, dann sind das jahrelange Erfahrungen, die dort gesammelt werden konnten. Auch Sachen, die schiefgelaufen sind, die man da sammeln konnte. Und da stehen wir im Digitalen noch sehr am Anfang. Und ich glaube, wir können uns das schlicht und ergreifend gar nicht mehr leisten, da jetzt noch sonderlich lange zu warten, wenn ich sehe, was jetzt gerade auch für einen Schub das Ganze nochmal nimmt, wenn wir auf die Pandemieleugner-Innen-Szene gucken, auf das, was an Verschwörungsmythen erzählt wird und verbreitet wird über nochmal ganz andere Kanäle, wo wir noch gar nicht über Telegram, über also diese ganzen Messenger-Dienste gesprochen haben, wo wir alle noch gar keinen richtigen Blick dran haben. So, jetzt das war jetzt wieder viel irgendwie reingeschlagen. Das war ein schöner Rant, den ich ein bisschen einfach an Katja jetzt, ich mache mir einen schlanken Fuß und gebe das jetzt einfach an Katja weiter, die politische Auseinandersetzung, der parlamentarische Arm der extremen Rechten im Landtag, AfD, das ist ja kein Vergnügen. Das ist ungefähr so, als würde man mit Hitler Schnapskirschen essen müssen, und die sind, also die Gesellschaft ist übel und die Schnapskirschen sind verdorben, so ungefähr. Wie gehst du da rein persönlich, oder gehen wir da rein politisch in diese Auseinandersetzung und gerade auch in diese Vorfeldorganisiertheit der AfD, die ja, und da hat Romy ja darauf hingewiesen, also auch digital stattfindet, aber auch in anderen rechtsextremen Bündnisstrukturen in Thüringen natürlich ihren Ursprung und hat. Also wie gehst du da rein, an dich persönlich die Frage? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich erinnere mich, um vielleicht erstmal persönlich zu werden, als ich angefangen habe, Landtagsabgeordnete zu werden, war mir, glaube ich, überhaupt nicht bewusst, wie schlimm das wird oder wie sehr mich das mitnehmen wird, dass ich mit denen ein Haus teilen muss, also dass ich mit denen in einem Haus arbeiten muss. Die meisten von denen oder viele, also wir wussten auch gar nicht, was für Mitarbeiter die einstellen, die Abgeordneten. Also es war natürlich klar, dass die irgendwie da Nazis einstellen werden. Und es war natürlich klar, dass es auch Leute sein werden, weil die AfD ja auch sehr viel Wert auf Öffentlichkeitsarbeit legt, dass es irgendwie Leute sein werden, wie Rumi gesagt hat, die vorher Konzerte organisiert haben, die irgendwie T-Shirts vermarktet haben, die in irgendwelchen Burschenschaften waren und, und. Wir haben damit gerechnet und es ist genau auch so passiert. Also wenn man sich mal den Katalog durchschaut von den AfD-Abgeordneten und ihren früheren Mitarbeitern, da wird einem echt schlecht. Und mit diesen Leuten ist man quasi in einem Haus. Also man begegnet denen im Aufzug, man begegnet denen in der Mensa, im Plenarsaal, wenn man ein Rauchen geht, wenn man auf Toilette geht. Und das ist so krass, unangenehm, bedrohlich. Ich hatte ganz am Anfang eine Situation, meine Schwester hat mich besucht im Landtag, und wir sind durch den, also durchs Parkhaus gelaufen, in den Aufzug, und unglücklicherweise ist dann eine Gruppe von AfD-Leuten mit eingestiegen, die auch Freunde mit dabei hatten, die ich auch kannte von Protesten.
Und die haben sich dann alle mir gegenübergestellt und mir eine Frau, also wirklich so ganz dicht Nase an Nase und also offen provoziert. Wir sind dann irgendwie ausgestiegen. Meine Schwester war so, Gott, Alter, was war das denn? Wer war das denn? Und dann meine ich so, ja, das sind AfD-Abgeordnete und ihre Mitarbeiter gewesen. Und sie konnte das überhaupt nicht fassen, dass das passiert ist. Und das ist ja einigen von uns passiert. Also Susanne ist es passiert, dass sie von einem AfD-Abgeordneten also an die Seite gedrängt worden ist. Das passiert uns regelmäßig. Ich habe das selber erlebt mit einer Mitarbeiterin, die mich im Flur zur Seite geschubst hat. Und das muss man sich mal vorstellen. Also nicht nur, also deren Sprache, deren ganze Erscheinung ist super gewalttätig, finde ich, weil man ja auch weiß, was der im Hinterkopf ist, sondern sie sind es auch tatsächlich körperlich. Das ist wirklich krass. Und der Umgang ist darum, ist also damit ist schwer. Also ich versuche darüber aufzuklären, ich versuche Leuten immer wieder zu sagen, was sie für Leute potenziell gewählt haben. Also weil, also ich treffe relativ verschiedene Leute jetzt gerade unter Corona nicht, aber ich habe früher zum Beispiel immer Haustürgespräche gemacht, ganz viel. Da musste ich vorhin an dich denken, Manja, von deiner Geschichte, wie geht man denn eigentlich damit um, dass man auf Leute trifft, die man eigentlich mag, mit denen man ein gutes Gespräch hat, mit denen man vielleicht sogar befreundet ist und auf einmal erzählen die einen von Ausländern sind scheiße und die AfD ist doch total super. Und also worauf ich sozusagen hinaus will, ist, dass ich versuche davon zu erzählen. Also ich versuche davon zu erzählen, dass die AfD, also Abgeordnete, sich gezielt Leute aus diesen rechten Strukturen mit ins Abgeordnetenhaus geholt haben und diese Leute, die in rechten Strukturen was zu sagen haben, bekannt sind, aus dem Abgeordneten heraus arbeiten. Also die machen ja nicht nur Anträge und Anfragen und arbeiten parlamentarisch, sondern die nutzen natürlich die Struktur. Die sind halt im Netz aktiv, wie das Romy gesagt hat. Man kommt da teilweise gar nicht dagegen an. Die sind dermaßen stark, die sind da unfassbar, die sind so gut organisiert, die sind so brutal, während wir noch damit beschäftigt sind, die richtigen Argumente und Fakten zu finden und da irgendwie zivilisiert, sag ich mal, zu diskutieren, haben die schon dreimal gesagt, was man für eine dumme F-Punkt ist und als Frau sowieso nichts zu sagen hat und irgendwie erschossen gehört. Und das ist, also das ist wirklich krass. Ich habe das echt unterschätzt. Ich habe das wirklich, wirklich unterschätzt. Und ich habe das auch unterschätzt, was das bedeutet. Und ich bin jetzt kein Promi, also wie Bodo zum Beispiel. Ich bin jetzt irgendwie junge Abgeordnete und jetzt das erste Mal dabei. Aber selbst mir passiert das, im Wahlkampf hatte ich das, das aus einer Fleischerei heraus, wo Brandner regelmäßig der AfD-Abgeordnete aus dem Bundestag sein Material hinterlässt und Veranstaltungen macht, wie irgendwie die Besitzer der Fleischerei mich auf offener Straße einfach angegriffen haben, im Selbstverständnis. Das habe ich mir vor ein paar Jahren noch nicht vorstellen können und das passiert aber jetzt. Und ich finde das krass, wie normal das wird. Und jetzt, Martin, weiß ich gar nicht, was der zweite Teil deiner Frage war. Jetzt habe ich mich da so reingeredet. Genau, Punkt. Vielleicht mache ich mal einen Punkt. Ja, nein, das ist ja im Grunde genommen die Antwort gewesen, was ihr oder was du politisch machst. Also erstmal die Erfahrungen, die sind, wie ich finde, hochdramatisch. Und das ist genau diese Kontinuität tatsächlich, über die wir miteinander jetzt geredet haben, die letzte Dreiviertelstunde, die Manja in ihrem Buch schildert, diese Gewalterfahrungen, wie Gewalt auch tatsächlich, also ich meine mal, rohe körperliche Gewalt eingesetzt wird, um öffentliche Räume zu erobern, um andere Freiräume zu schließen damit auch, um Menschen einzuschüchtern. Und ich glaube, die Strategie, die du dargestellt hast, des Umgangs damit, und die auch Romy dargestellt hat, also Bündnisse zu schmieden und darüber zu reden auch, also Bewusstsein zu schaffen und über Bewusstsein nochmal, ich sag mal, wirklich Debatten auch zu verändern und besser anschlussfähig zu werden gegenüber dann eben neuen Mitstreiterinnen und Mitstreitern, das erscheint mir ein sinnvoller Weg. Ich würde gerne an dieser Stelle jetzt die Diskussion tatsächlich, und ich weiß, das ist unbefriedigend für uns alle, weil wir die Themen nie zu Ende diskutieren können. Und ich bedauere das und ich hoffe, wir finden eine Fortsetzung. Aber ich würde gern mit diesem Appell, den Romy und auch Katja jetzt an uns gerichtet haben, die Entwicklung einer digitalen Zivilgesellschaft sozusagen, man ja nochmal bitten, das Netz und das virtuelle Format hier an dieser Stelle auch zu nutzen, um die Zivilgesellschaft zu stärken und uns nochmal teilhaben zu lassen an deinem Buch. Ich will abschließend sagen,
dass ich im Europäischen Parlament ja auch Politik mache, nicht nur so schöne Veranstaltungen hier organisiere und da unter anderem jetzt zuständig bin für den sogenannten Digital Markets Act und Digital Services Act. Das klingt abstrakt, da geht es eigentlich um die Neuordnung des digitalen Binnenmarktes, da geht es also um viele Regulierungen fürs Netz, ganz simpel ausgedrückt. Ich fokussiere auch gerne auf den Kampf gegen die Big Tech, aber da geht es tatsächlich darum, teilweise auch, was gesagt werden darf und was nicht gesagt werden darf und wer dafür die Verantwortung hat. Und das geht auch in so eine Richtung, wie man im Grunde genommen erstmal rechtliche Regelungen schafft, um diesen Freiraum des Netzes nicht so zu Tode zu regulieren, dass der Freiraum verloren geht, sondern dass man, ich sag mal, diesen rechtsfreien Raum wieder unter geltendes Recht ausstellt. Also was illegal offline ist, muss halt auch illegal online sein, Hate Speech und so weiter und so fort, bestimmte faschistische Äußerungen an dieser Stelle. Und das ist auch einer der politischen Kämpfe, die wir im Europäischen Parlament als Linke führen. Und mit diesem Appell für eine erstarkende digitale Zivilgesellschaft bedanke ich mich herzlich bei Katja Maurer, bedanke ich mich herzlich bei Romy Arnold und würde Manja noch mal bitten, uns aus ihrem Buch ein letztes Mal für heute Abend leider etwas vorzulesen. Danke. Das mache ich sehr gerne. Danke auch für die tollen Beiträge und das Gespräch. Bin jetzt ein bisschen, ich kann leider nichts, es ist gerne sehr, das Buch geht nicht so gut aus. Also, was soll ich sagen? Ich lese das jetzt einfach und ja, was ich ganz wichtig finde, ist an den Schulen, also bei den Kindern und Jugendlichen anzufangen. Das ist mir nochmal wichtig. Das kommt ja auch an dieser Stelle nochmal vor, weil ja, da brennt es eben, da beginnt es und da muss man die Leute stark machen. Jeder im Büro wusste mehr über die DDR zu berichten als ich, sogar Pascal, dessen Eltern ihn als Westlinke in den Sommerferien ins Pionierlager nach drüben, also zu uns, geschickt hatten. Pascal wusste auch mehr als alle anderen über die BRD. Das nutzte ihm aber gar nichts, wenn Herr Dr. Hieronymus Gaul vorfuhr und eingehüllt in feinsten Tweet und mit der Haltung eines missgelaunten Lords den Raum betrat. Der Herausgeber schritt mit dem Kinn voran durch das Büro, setzte sich auf den Stuhl des Redaktionsleiters, trommelte mit den Fingern auf dessen Schreibtisch und erhob die Stimme. Darf ich bitten? Mein Terminplan ist eng. Die Kollegen scharten sich mit gesenkten Häuptern um den großen Boss, wie ihn die Semmelblonde nannte. Seine preußische Art passte gut zu den blutunterlaufenden Augen, deren wässriges Blau einen nach dem anderen zu hypnotisieren schien. Schablowskis Unterlippe zitterte wie eine Rotfeder am Haken, Kasimir nestelte unentwegt an seiner Nickelbrille herum und die Sekretärin zerkaute ihren Kugelschreiber. Nur Pascal verhielt sich so wie immer, schließlich kam auch er aus dem Westen. Als einziger setzte er sich mit an den Tisch, doch Hieronymus Gaul legte ihm sogleich seine mit Sommersprossen übersäte Pranke auf das Knie. Pascal hielt die Luft an. Dem Herausgeber schien das zu gefallen. Er lächelte diabolisch. Als sein Blick auf mich fiel, wurde mir bewusst, dass ich noch gar nicht geduscht, dass ich mir noch nicht mal die Zähne geputzt hatte. Dr. Gaul blinzelte und schaute durch mich hindurch. Herr Doktor, das ist die Neue, von der ich Ihnen berichtet habe, Mimi Schulz. Aha. Das Telefon klingelte. Gehen Sie mal ruhig ran. Ich entfernte mich im Windschatten der semmelblonden Sekretärin und kochte erstmal einen starken Kaffee. 2 Stunden später rauschte der Boss wieder davon. Schablowski eilte als erstes ins Kabüffchen, um sich einen zu genehmigen. Keiner war gefeuert. Es war allerdings auch kein gutes Haar an der Arbeit der Redaktion gelassen worden. Sogar Pascal wirkte betrübt. Los, Chef, komm schon. Ausnahmsweise trank er mit. Als Jugendbeauftragter der Redaktion betrat ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Gerichtssaal. 6 der 7 Angeklagten waren minderjährig. Der 7., ihr Obergorilla, kam mir vage bekannt vor. Im Laufe des Prozesses rekonstruierten Staatsanwalt und Richter eine Menschenjagd, deren zufälliges Opfer noch nicht wieder in der Lage war, auszusagen. Es war sogar unklar, ob der Mann je wieder sprechen können würde. Die kahlköpfigen Kinder hatten ihm den Schädel derart zertrümmert, dass er vom eintreffenden Notarzt zunächst für tot gehalten worden war. Nach dem Motiv befragt, konnte sich eine Postbacke mit Sommersprossen, er war der kleinste von allen und gerade 14 geworden, das Lachen nicht verkneifen. Nur uns war halt langweilig. Aufgrund ihres Alters und der guten Prognosen, ihre Elternhäuser galten als wohl beleumundet, kamen 5 der Stiefeltreter mit Bewährungsstrafen davon. Nur das pausbäckige Alkoholikerkind musste zusätzlich Sozialstunden in einer Behinderteneinrichtung leisten.
Der Obergorilla ging für 3 Jahre in den Knast, was er mit einem süffisanten Lächeln quittierte. Das ganze Schauspiel hatte 3 Verhandlungstage gedauert, an denen ich kein Essen herunterbekam und mich allabendlich mit Timo betrank. Nach der Urteilsverkündung trafen wir uns mit Zottel in dessen Stammkneipe, kippten Schnäpse und landeten schließlich vor seiner Anbauwand im Neubaublock, wo wir über den Plattenspieler herfielen und das Wohngebiet beschallten. Cause I'm TNT, I'm Dynamite. Pascal erkannte mein Unglück. Er gab mir doppelt so viel Platz wie vorgesehen. Schreib was zu den Hintergründen. Das war leicht gesagt. Bei meinen Recherchen im Kellerarchiv der Zeitung stieß ich auf die Geschichte eines alten Nazis, der kürzlich erst aus dem Knast entlassen worden war. Der Mann hatte nach dem Krieg jahrelang unentdeckt in der Kreisstadt leben können und war schließlich vom französischen Geheimdienst als Anführer eines Massakers enttarnt worden. In Zottels Stammkneipe erzählten sie sich, er wäre im Kreis jugendlicher Fans gesichtet worden. Pascal war nicht begeistert. Das ist doch eine völlig andere Geschichte. Ein paar Zeilen genügten schließlich, meine Prozessbeobachtung zusammenzufassen. Von der anderen Sache sollte ich lieber die Finger lassen. Das gibt am Ende nur Ärger. Ja, Dankeschön. Für mich, von mir meine ich stellvertretend wieder. Vielen, vielen Dank, Manja Präkels, für den schönen Abend, für die Lesung. Auch wenn, wie du gesagt hast, das Buch vielleicht nicht so gut endet, gehe ich doch mit einer gehörigen Portion Optimismus aus dieser Veranstaltung. Erstens, weil wir so gute Diskussionen miteinander geführt haben, die doch zeigen, dass es viele Leute gibt, die darüber nachdenken, dass sich ja solche Dinge nicht verstetigen und nicht wiederholen möglichst. Und andererseits haben wir hier etwas gemacht, nochmal im Bereich der digitalen Zivilgesellschaft. Wir haben uns auch den Umständen und den gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst und waren trotzdem sowohl kulturell als auch politisch miteinander unterwegs. Und ich finde, das ist etwas, was mich sehr hoffnungsfroh und sehr optimistisch stimmt. Wenn du uns noch verraten möchtest, was deine jetzigen Vorhaben zum Beispiel sind im Bereich Literatur, würde ich mich auch sehr freuen. Arbeitest du an einem neuen Buch gerade oder ja. Was machst du? Ja. Zurzeit Stadtschreiberin in Rheinsberg und leider gibt es da kein Internet, deswegen bin ich jetzt in Berlin für unsere Veranstaltung hier. Aber ich werde wieder rausfahren und werde dann in Ruhe meinen zweiten Roman fertig schreiben, der im weitesten Sinne eine Fortsetzung der Schnapskirschen ist. Also der die Protagonisten beim Umzug und die Flucht nach Berlin und dem, was ihnen dann widerfährt und auch bei der Rückkehr dann ins Brandenburgische. Also ich werde sie weiter begleiten. Das freut mich total zu hören. Ich mache mal jetzt den Werbeblock für dich. Hier ist das Buch. Ich habe es wirklich mit großem Gewinn gelesen und es hat unheimlich viel in mir wach werden lassen. Auch Dinge, die ich längst verdrängt habe. Ich kann nur allen empfehlen, sich dieser Auseinandersetzung auch zu stellen. Und ich freue mich sehr, wenn du an der Fortsetzung arbeitest und werde das in jedem Fall kaufen und lesen, das Buch. Und ich gebe dir dann auch ein Feedback und wir machen dann eine neue Lesung. Vielleicht in Persona, das würde mich sehr freuen. Und bis dahin wünsche ich dir gutes Gelingen. Wünsche allen, die zugehört haben, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, unseren Gästen und unseren DiskussionspartnerInnen des Abends auch alles Gute und bis bald. Tschüss. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss.